Ja, hallo liebe Seher von CryptoTV, hallo korruptes und vertrotteltes Österreich. Der Roman hat frühmorgendlich bei kühlen Temperaturen festgestellt, vor dem Gebäude Schloss Mirabell weht einmal mehr die ukrainische Flagge, um Österreichs Neutralität unter Beweis zu stellen. Ihr werdet euch fragen, warum ich hier, der Roman hält's fest, im Hintergrund vorm Café Shakespeare stehe. Ganz einfach, weil es hier heute am Mittwoch, den 1. März, eine Pressekonferenz von Wir sind Salzburg. Ihr wisst schon, die neue Bürgerbewegung, für die wir letzthin auch unterwegs waren und Unterstützungserklärungen eingeholt haben, geben wird. Das heißt, hier wird heute verkündet, ob die Partei, oder besser gesagt, ich sehe die Herrschaft nicht als Parteien, ob diese Bewegung tatsächlich es geschafft hat, ausreichend Stimmen und Unterstützer zu finden. Und ich will mich aufgrund der Tatsache, dass es früh am Morgen ist, es ist gerade mal, ja, egal wie spät, kurz vor 10 oder so, gar nicht länger ausführlich dazu äußern. Und ich würde einfach sagen, wir machen dann gleich den nächsten Einstieg drinnen, wo dann die Herrschaften von Wir sind Salzburg was zu sagen haben. Damit mache ich mich jetzt auf den Weg, der Roman wird dann wieder einsteigen. Dankeschön. Ja, wunderbar, dann darf ich Ihnen allen einen wunderschönen Vormittag wünschen. Und diesem 1. März ist kalendarischer Frühlingsbeginn, am heutigen Tag. Und darf mich bedanken, dass Sie so zahlreich zu unserer Pressekonferenz erschienen sind. Die mit mir am Podium sitzenden Menschen werde ich danach kurz nach meinem Eingangsstatement vorstellen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin jetzt knapp 2 Jahre so ein bisschen politisch aktiv, zuerst in einer anderen Partei und seit mittlerweile 11 Wochen gemeinsam mit ganz, ganz vielen tollen Menschen bei Wir sind Salzburg. Was ich hier aber erlebt habe, ist nahezu unglaublich in den letzten 2 Jahren. Die Situation rund um Corona herum, dann jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz viel zerstörerische Energie schon im Rahmen des Sammelns der Unterstützungserklärungen, was man da so alles auch mitbekommen hat an Bashing und so weiter. Das war für mich sehr, sehr spannend. Seit April letzten Jahres wissen wir dann auch noch aufgrund dem Demokratieinstitut der Uni Göteborg, dass Österreicher von einer liberalen Demokratie zur Wahldemokratie runtergestuft worden ist. Heißt im Klartext, Menschen dürfen nur mehr wählen gehen und sind dann unter Anführungszeichen vom restlichen demokratischen Leben ausgeschlossen. Die Gründe sind vielfältig, ich glaube, da braucht man nicht ins Detail gehen. Vielleicht 2, 3 rausgenommen. Korruption ist ein Riesenthema, von ausgesteuerte Politiker, Postenschacher, auch politischer Druck auf die Justiz, der oftmals ausgeübt wird. Ja, wenn man dieses Gedankenspiel weiter verfolgt, dann ist sogar die Wahldemokratie in Frage zu stellen. Denn können sich die Wähler tatsächlich in der Wahlzelle nach bestem Wissen und Gewissen für ihre beste oder geeignetste Partei entscheiden? Und da muss ich schon sagen, und das ist mir wirklich auch in den letzten Wochen so ein bisschen aufgefallen, nein, denn beste und geeignetste Partei wahrscheinlich nicht, sondern jene, die am besten verkauft wird, die das meiste Geld haben, die sich am besten mit Marketing inszenieren können. Und das ist für mich mega spannend gewesen in den letzten Wochen zu sehen, wie sich da die bestehenden Parteien inszeniert haben, Stichwort Wahlplakate, Stichwort Marketingagenten und so weiter und so fort. Auch die Tatsache, als gefragt wurde, was die Parteien für Wahlkampfbudget haben. Wir haben die geantwortet mit 50.000 Euro. Und für mich war es sehr spannend, dass die Partei des Landeshauptmanns, Klammer geschlossen, 1 Million Euro ausgeben wird. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber lassen wir es mal so stehen. Also sehr, sehr spannend. Wir können da nicht mit, weil wir einfach alles Budget nicht haben. Wir wollen aber da auch gar nicht mit. Wo ich mir ein bisschen was wünschen würde,
ist, dass, wenn wir zum Beispiel mal eine Presseaussendung machen oder so, dass das auch von den Medien dann übernommen wird. Nicht nur von den bestehenden, sondern einfach auch von den bestehenden Parteien, sondern auch von uns, weil ich denke, auch wir haben gute Gründe, wenn wir eine Presseaussendung machen, warum wir die auch machen. Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass in Zukunft es ganz, ganz wichtig ist, dass Bewegungen, Parteien sich zur Wahl stellen, die authentische, ehrliche und integre Persönlichkeiten haben und mit Korruption nichts am Hut haben. Denn eins muss uns allen klar sein, jeder in einen Wahlkampf, in eine Wahlphase gegebene Euro, jeder in eine Wahlphase gegebener Cent wird wieder erst recht durch den Steuerzahler finanziert. Und vielleicht eine kleine Info, die meisten Journalisten werden das eh schon wissen, am 5. Dezember vergangenen Jahres hat es eine Sitzung der Industriellenvereinigung, des Industriellenverbandes gegeben und da wurde schon festgelegt, und die Informationen sind ziemlich sicher, dass es anscheinend eh schon ausgemachte Sache ist, dass es nach der Landtagswahl zu einer ÖVP-FPÖ-Regierung kommen wird. Wo ich mich dann ernsthaft frage, für was wollen wir denn dann überhaupt, wenn das eh schon ausgemacht ist. Ja, unser politisches System hat durch Skandale, durch Intrigen, durch Korruption Schaden genommen, selbst bei Parteien, die, was das mehr als ich, neu in den Landtag gekommen sind und nicht davor zurückschrecken, bei diesem Spiel mittlerweile auch mitzumachen. Das finde ich sehr, sehr bedauerlich und eigentlich sehr, sehr schade, denn genau das führt dazu, dass die Menschen in unserem Land, in Salzburg, aber darüber hinaus auch in Österreich, verzeihen Sie mir den Ausdruck, die Schnauze gelinde gesagt voll haben von der Politik. Und wenn man sich umhört, dann sagen mindestens die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher und auch bei uns in Salzburg, das haben wir bei den ganz, ganz vielen Gesprächen jetzt auch im Rahmen des Sammels von Unterstützungserklärungen gehört, lasst uns bitte mit der Politik in Ruhe, wir wollen nichts mehr hören, wir wollen uns auf uns besinnen und zurückziehen, aber absolut nichts mehr mit der Politik zu tun haben. Ja, wenn man da rausgeht in Salzburg, durch die Stadt geht, Plakate, lächelnde Politiker aller Parteien, außer bei der ÖVP, da steht nur, gemeinsam müssen wir es schaffen, gemeinsam. Das war letztes Jahr, glaube ich, am 3. Jänner, wo der Herr Landeshauptmann Haslauer nicht gemeinsam agiert hat, sondern gesagt hat, alle die, die nicht geimpft sind oder keinen Test haben, dürfen einfach im öffentlichen Leben de facto nicht mehr teilnehmen, außer bei Lebensmittelgeschäften. Was das mit gemeinsam zu tun hat, frage ich allen Ernstes. Ja, Stichwort Landeshauptmann Haslauer, er tourt durchs Land, Festen gefeiert von Schulterklopfern. Ich frage mich, wann er da seine Arbeit macht, für die er bezahlt wird, auch im Wahlkampf. Das geht wahrscheinlich deshalb, weil er irgendwo fehlt, weil er sich teilweise an nichts erinnern kann, dass er irgendwo dabei gewesen ist. Oder, ja, Stichwort, ja, lassen wir das, möchte gar nicht zu weit gehen. Kindergarten-Thema, ein Wahlkampf-Gag der Sonderklasse, das quasi ja, geldfreie, bezahlfreie, dritte, vierte, fünfte, sechste Lebensjahr. 5 Jahre lang hat man gebraucht, bis man sich dann innerhalb von 8 Tagen darauf einigen konnte. Also es ist ein Wahlkampf-Gag der Sonderklasse, nur man hat natürlich nicht weitergedacht, denn am Ende des Tages, wer zahlt die Nachmittagsbetreuung? Wo gibt es die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen überhaupt? Hat es ja in den Medien auch die letzten Tage sehr viele Meldungen dazu gegeben. Es gibt einen Riesenmangel an Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Also es war einfach ein Wahlkampf-Gag. Die Salzburger freuen sich, super, klasse. Die Kindergartenjahre sind frei, nicht wissend, dass das sowieso alle hier wieder zu zahlen haben. Stichwort Salzburg AG, ich glaube, da brauchen wir, die Medien sind die letzten Tage voll davon. Da kommen wir dann vielleicht später noch kurz dazu. Wenn ich als Aufsichtsratsvorsitzender einen Vorstand zu kontrollieren habe und dann sage, ich möchte nächste Woche vom Vorstand Bericht haben, wie denn das so läuft beim Vorstand, dann muss ich sagen, wo war man da die letzten Aufsichtsratssitzungen. Und da ist gar nicht der Herr Haslauer alleine, sondern da sind genauso die rote Reichshälfte in diesem Land zu fragen, wo sind die als Aufsichtsratsmitglieder. Also das sind Esslink, geht dann da vorbei, werden wir dann heute auch noch kurz besprechen. Das ist das nächste Totengräber-Thema.
Wir haben heute Abend hier eine Veranstaltung dann zu dem Thema, aber dazu später mehr. Also wir haben eine noch nie dagewesene Politikverdrossenheit und das Misstrauen der Menschen gegenüber den Parteien ist sehr, sehr groß. Was es braucht, sind ehrliche Menschen, die transparent arbeiten, die ihre Arbeit auch offenlegen und eine neue Form des Political Correctness oder der Political Correctness. Und daher sind wir damals und uns gibt es jetzt seit 11 Wochen angetreten, weil wir, glaube ich, eine Bewegung der Mitte sind und auch eine Bewegung, die für Veränderung steht, eine glaubhafte Alternative für Erneuerung von Menschen, für die Menschen, Menschen vom Volk und für das Volk. Wir haben ein unglaublich hochmotiviertes Team. Hier mit mir am Podium sitzen nur einige davon. Es war unfassbar, was sich seit der Gründung Ende November, Anfang Dezember getan hat. Und man muss mal eins zusammenfassen. Uns hat es gegeben 6 Wochen. Da ist am 19. Jänner die Frist zum Sammeln der Unterstützungserklärungen losgegangen. 6 Wochen. Wir haben in den letzten 5 Wochen knapp 1200 Unterstützungserklärungen sammeln können. Bei Gesprächen mit Menschen draußen auf der Straße. Nicht über Notar. Wir haben auch das eine oder andere Mal, insbesondere dann am Schluss jetzt im Lungau, an einem Tag einen Notar mitgehabt. Aber ansonsten haben wir das alles ohne Notar geschafft. Ohne großartige Begleitung, sondern einfach mit den Menschen reden. Und das ist für mich eine absolute Sensation. Darum habe ich das auch in der Einladung so reingeschrieben. Ich habe mir ein bisschen historisch mir das angeschaut. Es gibt seit 77 Jahren, seit Beginn der Zweiten Republik, gibt es nichts Ähnliches. Dass eine Bewegung, die 6 Wochen Bestand gehabt hat, dann eigentlich das Doppelte an den notwendigen Unterstützungserklärungen geschafft hat. Und das noch dazu in dem Bundesland, wo die Hürde im Verhältnis zu den Wahlberechtigten am höchsten ist. Wir haben in Salzburg die Notwendigkeit von 600 Unterstützungserklärungen bei 390.000 Wahlberechtigten. Vergleichen Sie Oberösterreich, das hat 3-mal mehr Wahlberechtigte und wir brauchen nur 400. Oder vergleichen Sie Kärnten, die am kommenden Sonntag die Landtagswahlen haben. Die haben ungefähr 80.000, 90.000 Wahlberechtigte mehr und haben auch nur 400. Also bei uns in Salzburg ist die Hürde mit Abstand am höchsten. Und da mit knapp 1200 Unterstützungserklärungen dann auch abzuschließen, das ist wirklich ein sensationelles Ergebnis. Und ganz, ganz großer Dank zum einen ans Team, an die Menschen, die mit mir hier am Podium sitzen, an die, die da auch im Raum sitzen, das können Sie jetzt alle nicht sehen, und an ganz, ganz viele andere. Was die geleistet haben in den letzten Wochen, ist sensationell und aller Ehren wert und dafür auch mein zutiefst verbundenes Dankeschön. Aber auch ein Dankeschön an die ganzen Menschen, die uns ihre Unterstützung gegeben haben, die gesagt haben, wir sind froh, dass es euch gibt. Natürlich haben insbesondere den Bertel Neubau nicht viele aus einer vergangenen Bewegung gekannt, die gesagt haben, gut, dass ihr da weg seid, gut, dass ihr was Neues macht. Und das ist auch schön zu sehen und es ist, sind unglaubliche Begegnungen gewesen von Menschen, die weinend durchstanden sind und immer gewusst haben, wie sie ihr Einkommen bewerkstelligen sollen, wie sie die hohe Teuerung, wie sie der hohen Teuerung entgegentreten sollen. Alleinerziehende Mütter, Familienvater, der eine vierköpfige Familie ernähren muss, Selbstständige, die in Konkurs und in die Insolvenz geschickt worden sind. Also das sind unglaubliche Dinge, die einen da bewegen. Und deshalb treten wir auch an. Wir treten an, um genau diesen Menschen, für diese Menschen ein Sprachrohr zu sein und für diese Menschen zu versuchen, ein bisschen mehr Gerechtigkeit in dieses Land zu bringen. Das war mein Eingangsstatement. Ich möchte mich bei allen, die jetzt zuhören, einmal herzlich bedanken, dass sie zuhören, bei allen, die das auch sehen, herzlich bedanken, dass sie zuhören und zusehen. Darf jetzt die mit mir am Podium sitzenden Menschen auch ganz kurz vorstellen, und zwar in der Reihenfolge auch der Listenplätze, wie wir bei der Landesliste auch antreten werden. Von Ihnen gesehen, ganz links außen, Engelbert Neubauer wird Listenzweiter sein im Bundesland Salzburg. Von Ihnen gesehen, links außen, die Astrid Hurtado Herrera wird Listendritte sein im Bundesland, zu meiner Linken, zu ihrer Rechten,
die Brigitte Hofer, die Listenvierte im Bundesland Salzburg und last but definitely not least die Lara Wagner, die unsere Jugendsprecherin, die auf Listenplatz 6 im Bundesland Salzburg kandidieren wird. Lieber Bertel, ich darf dir nun das Wort übergeben. Es wird jeder ganz kurz mal von sich berichten, wo er herkommt, was er macht. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass Sie alle mal wissen, wer sind denn die Menschen, die da dahinter stehen? Sind es irgendwelche Großgestochenen oder sind es einfach ganz normale Menschen aus dem Volk, also Menschen für Menschen? Und dann kurz die eigenen Themen beleuchten und wir werden Ihnen dann ganz zum Schluss auch noch, so wie es auch in der Broschüre steht, ein paar Plakate zeigen, mit denen wir auch in den nächsten Wochen in die Wahlphase gehen werden. Bertel, bitte. Passt es? Ja, es passt. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Bertel Neubauer. Ich darf mich kurz vorstellen, also Wort Lebenslauf, damit die Leute mal wissen, mit wem sie jetzt dran haben. Also geboren bin ich in Berndorf bei Salzburg im Jahr 1970. Vier Jahre Volksschule in Michaelbeuren, das ist mein Wohnort. Dann vier Jahre die Privathauptschule in Michaelbeuren. Dann anschließend die dreijährige landwirtschaftliche Volksschule in Gressheim. Die habe ich dann 1986 mit dem landwirtschaftlichen Facharbeiter abgeschlossen. Ich bin dann nach der Landwirtschaftsschule arbeiten gegangen, weil, wie gesagt, die Landwirtschaft, auf das Thema werde ich dann noch kommen, die Landwirtschaft das nicht möglich macht, dass man dann als junger, ausgebildeter Mensch zu Hause bleiben kann, sondern man muss in die Arbeit gehen, damit man sich die Landwirtschaft daheim leisten kann. Bin ich bei einer Fliesenlegerfirma tätig bin, zuerst als normaler Mitarbeiter, also Ausbesserungsarbeiten, und später dann habe ich den Führerschein gehabt und dann bin ich Rostbahnfahrer geworden. Dann habe ich von 88 bis 89 den Grundwehrdienst bei der Luftraumüberwachung in der Schwarzenberg-Kaserne abgeleistet. Eine sehr prägende Zeit, auch was Kameradschaft und das was anbelangt. Haben heute noch gewisse Kontakte, die ich dort gebildet habe und die es jetzt immer noch gibt. Das ist auch interessant. Dort in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben, ist ja Kameradschaft und Freundschaft nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja, dann nach dem Bundesheer bin ich wieder zurück in den, wie gesagt, Fahrerdienst, sprich LKW-Fahrer. Ich war dann einige Jahre bei der Firma Frischscheiß in Bergheim tätig. Habe da ganz Österreich bereisen dürfen und dann später habe ich gewechselt zur Firma Fischer Parkett. Das ist eine Parkettfabrik in meinem Heimatdorf in Lauterbach und bin da österreichweit durchs Land gekommen und habe da diesbezüglich auch natürlich dann die Landschaft auch sehen dürfen in ganz Österreich, wie das auch in der Landschaft ausschaut, und habe da so meine Gedanken machen können. Ja, ich bin seit 97 verheiratet mit meiner Frau Monika. Wir haben zwei Töchter geschenkt gekriegt, gesunde. 2002 habe ich dann den elterlichen Betrieb von meinen Eltern übernommen. Wir betreiben Milchviehhaltung und meine Frau und ich haben dann die Produktion umgestellt in 2006 auf biologische Produktion. Und nachdem mich die Politik eben schon ein bisschen beschäftigt hat, natürlich am Anfang ist man in diesen Wurzeln drinnen, und das ist natürlich die ÖVP-Wurzel, wenn man als Bauer mehr oder weniger geboren wird. Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz passt und habe eigentlich immer wieder Alternativen gesucht, schon in meiner Jugend, kann man sagen. Und ich bin dann eigentlich durch meine Suche auf eine sehr interessante Bewegung gestoßen, das ist die Interessensgemeinschaft Milch. Ab 2007 haben wir da in Österreich, glaube ich, viel vorwärts gesagt. Wir haben viel aufgezeigt, was in der Landwirtschaft falsch rennt. Und ich habe dann 14 Jahre in dieser Bewegung oder Verein, habe ich dann die Schriftführung inne gehabt. Das ist eine interessante Erfahrung gewesen, was mir irgendwo auch zugute kommt für das weitere Leben. Mein Motto ist: Mutig in eine neue Zeit. Deshalb haben wir diese Bewegung Wir sind Salzburg ins Leben gerufen. Ich möchte gleich vorweg das betonen, also wir sind keine Abspaltung von irgendeiner anderen Vorgängerpartei, sondern wir haben uns neu gegründet aus Gründen, was der Gerhard Büttler schon eingangs gesagt hat und später dann auch noch genau erläutert wird. Das ist immer wichtig,
dass das keine Abspaltung ist, sondern es sind auch viele dabei, die was vorher überhaupt nichts gemacht haben in politischer Hinsicht. Deshalb kann man das nicht als Abspaltung bezeichnen, weil, wie gesagt, ich war früher Mitglied bei der ÖVP. Könnten wir jetzt auch nicht auf die Idee, dass wir Abspaltung von der ÖVP sind. Ja, wie ich gesagt habe, mein Beruf ist nach wie vor Bauer mit Milchviehhaltung. Deshalb möchte ich euch kurz ein bisschen ein paar Dinge berichten aus der Landwirtschaft. Ernährungssouveränität, Trinkwasser schützen, glaube ich, das sind ganz wichtige Punkte, was die Landwirtschaft inne hat. Und über das denkt man kann so richtig nach, was da eigentlich alles dranhängt. Ja. Für eine lebensfähige Landwirtschaft ist einfach wichtig, dass die Leute, die drin arbeiten, ausreichend entlohnt werden. Und im Endeffekt ist das auch wichtig für die ganze Bevölkerung in Salzburg. Wir haben es in den letzten Jahren natürlich auch durch die EU-Vorschriften zu tun mit sinnlosen Vorschriften, die was schon langsam unerträglich werden und erwirtschaften, was als Bauer unmöglich macht. Weil, wie gesagt, diese Vorschriften dann in der Praxis fast nicht mehr zu erfüllen sind. Da möchte ich noch eins ausheben, diese sogenannten Biodiversitätsflächen in der biologischen Landwirtschaft ist aus meiner Sicht kompletter Nonsens, weil die biologische Landwirtschaft steht ganz einfach auch für, Erhalt dieser Kulturlandschaft, wo teilweise auch natürlich auch schon entgearbeitet wird. Das schaut natürlich dann für den Einzelnen draußen ein bisschen anders aus, wenn man uns zuschaut bei der Arbeit. Aber wie gesagt, ich kann euch versichern, dass die meisten in diesem Bereich alles geben, jeden Tag, und das nicht irgendwie machen, damit sie irgendwas zerstören wollen. Ja? Das möchte ich ganz klar gesagt haben. Und im Übrigen, und das Thema ist ja momentan in aller Munde, weil jetzt haben wir ja ein zweijähriges Thema abgeschlossen scheinbar, oder ein dreijähriges Thema. Jetzt kommt das nächste Thema, das ist der sogenannte große Klimaschutz. Da möchte ich schon darauf hinweisen, dass die Landwirtschaft direkt einen großen Beitrag leistet zum Klimaschutz. Nicht nur so, weil wieder behauptet wird, wir haben Mittäter, dass es den Klimawandel gibt. Weil, wie gesagt, das Grüne, was wir bewirtschaften, und ist, nur wenn es bewirtschaftet ist, speichert auch dieses anscheinend gefährliche CO2. Der Klimawandel, wie gesagt, da ist ja heftig diskutiert und wird von unserer Bewegung sehr stark hinterfragt, ob das tatsächlich auch so ist, dass mehr oder minder die Menschen da den großen Input geben, dass dieser Klimawandel stattfindet. Er findet statt, das ist ganz klar, weil es entsteht mal mit der Zeit, wir sind Klimaleugner, das haben wir definitiv nicht. Ja. Aber wie gesagt, wenn man die Menschheitsgeschichte so ein bisschen rückwirkend anschaut, hat es immer wieder einen Wandel gegeben, auch mit den Temperaturen. Und siehe da, es gibt genügend Wissenschaftler, die was genauso mundtot gemacht werden derzeit, so wie in den vergangenen zwei Jahren, die was das genau das Gegenteil aufwarten können. Aber wie gesagt, die werden einfach nicht mehr gefragt. Schauen wir mal, ob dann am Ende des ganzen Wahnsinns, was da jetzt vonstatten geht, ob da nicht wieder die Leute, die was jetzt heftig diskutiert werden und halt auch, sag ich mal, denunziert werden, ob nicht die auch wieder recht bekommen, so wie es jetzt momentan Tag für Tag aufpoppt. Ja. Dieses CO2, was da immer wieder so großartig diskutiert wird und halt als der Klimakiller Nummer 1 herhalten muss, muss man auch stark hinterfragen, weil gerade wenn man sich mit Pflanzenwachstum beschäftigt oder auch mit Botanikern redet, CO2 ist ja eminent wichtig für eine Pflanze und es hat Zeiten gegeben auf diesem Planeten, wo mehr CO2 ist, wie jetzt derzeit vorhanden ist, hat es gegeben. Und siehe da, wenn man das zurückverfolgt, es hat zu diesem Zeitpunkt mehr Wachstum gegeben, also das war gut für die Menschheit eigentlich. Ja. Und deshalb sagen wir als Bewegung, mir stellt das sehr stark in Frage, ob dieser Klimawandel von den Menschen verursacht und durch dieses CO2 stattfindet. Das steht mir ganz stark in Frage und das werden wir auch dort einmal diskutieren. Zum Beispiel oder als Beweis dazu kann man auch sagen, und diese Daten stimmen, auf dem Mond und auf dem Mars gibt es keine Menschen und da steigen auch die Temperaturen. Also wer war da verantwortlich? Und generell dieses Thema Klimawandel, Klimaschutz, wenn man sich die Landkarten anschaut, also die weltweite Landkarten anschaut, also bei uns wird das stark diskutiert. In China, glaube ich, schaut es ein bisschen anders aus und ich denke mir, was soll jetzt mir großartig dazu beitragen in Europa, wenn der Großteil der Menschheit eine ganz andere Sichtweise hat, was das Thema anbelangt. Ja. Das zu dem. Zu dem ganzen Thema kann man als Überschrift sagen,
die ganze Debatte, denen aus unserer Sicht wieder Angst zu schüren vor irgendeiner Katastrophe. Ja, wenn man jetzt diese Klimaaktivisten auf der Straße sieht, aus meiner Sicht kennen wir da immer aus, was die Leute da fordern oder was die wollen. Nur dazu wissen wir mittlerweile, dass diese Leute bezahlt werden für das Anpicken auf der Straße. Die Großteil von den arbeitenden Menschen hat kein Verständnis mehr für die. Ich sage, es wird ganz einfach Angst geschürt, um ein neues, großes Geschäftsmodell zu entwickeln. Jetzt haben wir 3 Jahre gesehen, es hat große Geschäftsmodelle gegeben. Viele oder einige wenige haben großartig Kasse gemacht. Überbleibt ein Großteil der Menschen, auch in Salzburg, die was diese Rechnung bezahlen werden müssen. Ne? Und die Klimaziele, was da so großartig angekündigt werden, aus meiner Sicht sowieso nur mit Heuchelei verbunden. Wenn man sich anschaut, wie die Herren und Damen, die was da durch die Welt reisen und anscheinend das Klima retten, mit was für Bewegungsmethoden sie die fortbewegen, das mal zu dem, und außerdem ist das nicht umsetzbar. Wenn man denkt, bis hin zur Elektromobilität in der Landwirtschaft, das werden sie ganz einfach nicht mehr leisten können. Da ist Schluss, da ist Ende im Gelände. Ich kenne draußen die Sorgen und Nöte von meinen Kollegen. Die sagen mir jetzt schon, es ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir haben, ja, natürlich haben wir in den letzten drei, vier Monaten ein bisschen bessere Preise gesehen in der Landwirtschaft, aber wie gesagt, diese Preise, wo sie halt auch auf der anderen Seite gestiegen sind, sprich die Teuerung hat von uns auch nicht halt gemacht, hat das längst kompensiert, und wie gesagt, die Motivation, dass die Höfe weitergeführt werden, die schwindet jeden Tag, das muss man wissen. Das dann zu meinem Thema Ernährungssouveränität, wenn wir das verlieren, also sprich, wenn die Struktur bricht, dann ist die Ernährungssouveränität, dass es die rausbringt, in diesem Land schon in Gefahr, so sehe ich das. Weil, wie gesagt, die Überalterung in der Landwirtschaft ist ja riesengroß, viele Junge wollten nicht mehr, auch aus gutem Grund, weil sie natürlich sehen, wie es da geht als Bauer, wenn du ständig nur am Kampf bist und dann auch die Vorschriften machst. Was uns auch wichtig ist von unserer Organisation, das ist ganz wichtig, wir wollen die kleinstrukturierte Landwirtschaft, so wie es wir Gott sei Dank noch haben, mit allen Mitteln erhalten, weil, wie gesagt, die Entwicklungen sind ja bei uns auch schon in Entwicklung Richtung größere Betriebe, weil, wie gesagt, die kleinen alle zusperren, und ja, viele wollen, glauben halt, sie können sich mit Größenordnungen, die was jetzt von Deutschland über das hier über Wasser halten, und müssen dann leider Gottes auch immer wieder erkennen, außer mehr Arbeit ist nicht viel los. Weil ohne Moos ist halt nichts los. Was ich auch ganz entschieden entgegentreten möchte und was wir als Bewegung auch machen werden, ist, es wird immer wieder behauptet, dass die Bauern so viel Gülle ausbringen. Ja, Gülle entsteht aus dem Verarbeitungs- oder Produktionsprozess mit Tieren. Ja. Die Tiere machen überhaupt diese Landwirtschaft möglich, was wir in Salzburg alle genießen und was viele auf dieser Welt schätzen. Ja. Das machen nur die Kühe möglich, nicht der Mensch. Weil Kühe eben, wie gesagt, dieses Gras fressen müssen, sonst gibt es diese Landschaft nicht. Und wie gesagt, dann hinterher kommt halt dann von der Kuh wieder etwas raus, das ist ganz normal. Und uns wird dann vorgeworfen, wir gefährden das Trinkwasser. Da stehen wir entschieden dagegen, weil es gibt ja eh genügend Vorschriften, was die Düngeverordnung betrifft, und die werden, sage ich mal, von einem Großteil eingehalten, und einige wenige, die was da vielleicht irgendeinen Schnitzer bauen, kann man nicht hergehen und sagen, dass die ganze Landwirtschaft da jetzt für das schuld ist. Ja? Also da stehen uns wir entschieden entgegen. Was ich auch noch ganz klar sagen muss, und das betrifft jetzt diese sogenannte Öko-Partei, ja, die plakatiert ja im ganzen Land schon Klimaschutz oder auch Tierleid auf 4 Rädern, ja, wie man es auch wieder sieht, also ein ganz bekannter EU-Abgeordneter ist plötzlich draufgekommen, dass Viecher wieder leiden auf der Straße. Ja, das stimmt, vollkommen. Nur frage ich mich, wo hat diese Leute gewesen die letzten 2, 3 Jahre, wo es da Leid bei den Kindern angerichtet worden ist? Wo haben sie da gewesen? Da haben sie ganz andere Haltung genommen, das war ihnen scheinbar wurscht. Und dieses Tierleid auf 4 Rädern, ja, das wissen wir schon lange. Ich frage nur, was die Herren im Europäischen Parlament beschlossen haben oder da noch, weil ich habe keine Änderung festgestellt. Da werden wir uns ganz sicher einmal in diese Szenerie werden wir uns einmischen müssen, weil wir gesagt, mir geht da zu wenig weiter. Ja. Soweit zu dem. Wir haben einen großen Themenvielfalt haben wir praktisch auch auf unserer Homepage nachzulesen. Wir haben, glaube ich, ein sehr gutes Programm zusammengebracht für die Landwirtschaft.
übergreifend in die Gesundheit ein, übergreifend in Körper, Geist, Seele, unser Leitmotto. Ich denke mir, ich muss uns zuerst mal nachmachen in dieser Kürze, was wir geschaffen haben. Wenn wir bedenken, am November sind wir da gesessen mit nichts, mit leeren Zetteln. Heute sitzen wir da und können Wahlplakate präsentieren. Also ich bin geflasht, was da alles möglich ist, wenn die richtigen Leute jetzt endlich zusammenhelfen. Es ist wirklich super, dass wir das geschafft haben. Ich möchte in diesem Rahmen bei allen, auch die nicht vor der Kamera jetzt sitzen, auch die hinter der Kamera, bei allen herzlich bedanken, was wir geleistet haben, glaube ich, für den Respekt. Wir dürfen uns auch mal über was freuen. Wir haben einen großen Schritt gemacht und jetzt schauen wir, wie wir uns den Menschen draußen präsentieren. Und ich kann euch versichern, wir werden uns gut präsentieren. Und was kann ich darauf hinweisen, es wird die Menschen da draußen schnell merken, wer wirklich das Original ist. Und wer halt jetzt so tut, als würden wir uns irgendwelche direkte Demokratie oder sonst was vertreten. Vielleicht nur ganz kurz zum Schluss. Es ist da jetzt gestern eine Presseaussendung rausgegangen, wo sie eine etablierte Partei, und sie nennen sie ja mittlerweile Systemveränderungspartei, haben die 600 Unterstützungserklärungen ein bisschen gelügt, weil es eine Plage war, dass man das schafft da in Salzburg. Wenn ich mir das anschaue, was wir in kürzester Zeit zusammengebracht haben, ohne großartige Strukturen. Ohne Geld, das muss man dazu sagen. Ja. Und wie gesagt, wir haben wirklich zu den Menschen gegangen, haben uns die Sorgen und Nöte angehört. Da kriegst du wirklich einen Input, ein Gespür, und das wollen wir uns auch beibehalten, dass wir weiterhin auch zu den Menschen rausgehen. Nicht nur zu sagen, danke, dass ihr uns unterstützt habt, jetzt haben wir in unserer Kaste, jetzt haben wir da mit. Nein, wir gehen weiterhin zu den Menschen, das haben wir auch in unserer Verfassung ganz klar artikuliert, dass wir weiterhin zu den Menschen gehen, und wir werden Rede und Antwort stehen. Was gibt für Probleme, das nehmen wir dann auf, und das werden wir dann politisch in Anträge verfassen und garantiert für die Menschen was bewegen. Das kann ich euch versichern. Weil, wie gesagt, gerade ich als Bauer kriege das jeden Tag mit, man kämpft und kämpft. Am Ende des Tages sagen sie da viel auszusprechen nichts gewesen, das muss Schluss sein. Wir fordern da ganz andere Dinge, und das werden wir mit den richtigen Menschen auf diesem Weg zusammenbringen. Da bin ich felsenfest überzeugt. Wie gesagt, diese Geschichte mit der Unterstützungserklärung verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wo man Strukturen hat, ja, die was eigentlich der hier anwesende Gerhard Büttel aufgebaut hat, und trotzdem da kämpfen wir, das ist auch ein bisschen eine Aussagekraft, denke ich mal, dass da nicht mehr alles ganz stimmen kann. Und zum Schluss noch, weil die Corona-Beihilfen in den letzten Tagen wieder aufgeflammt sind, also auch mit diesen Künstler-Auszahlungen beim Nirvane, weißt du gerade, gell? Nirvane, ja. Dieses Geld ist ja auch von einer neuen Bewegung so stark thematisiert worden. Auf der Homepage habe ich das heute zufällig gelesen. Da heißt es ja unter dem Hashtag Her mit der Marie. Und siehe da, wenn man dann ganz genau reinschaut in diese Homepage, dann sieht man plötzlich Menschen, denen ich in den letzten zwei Jahren auch vertraut habe und mit denen ich mir geglaubt habe, die wollen was wirklich was anderes da. Gerade der Gerhard hat es gesagt, viele Menschen wissen nicht mehr, wie sie eine Wohnung zahlen sollen in den nächsten Wochen. Wir wissen, seit Anbeginn des Jahres haben über 1 Million Menschen in Österreich gefährdet, in die Armutsfalle wieder hineingerutscht. Also das ist wirklich nicht mehr zu lachen. Und dann sehe ich plötzlich, dass meine Ex-Kollegen auch da dabei sind bei den auszahlenden Menschen, und nebenbei möchten sie den Leuten vermitteln, der hat was gekriegt und der hat was gekriegt. Also ich kann sagen, ich habe da nichts rausgenommen aus dieser Datenbank. Meine Intention ist, ich möchte eine lebensfähige Landwirtschaft machen, wo wir aus den Produktpreisen in Zukunft leben können. Das zu dem. Gut, ich darf dann überreiten, glaube ich, zu meiner Kollegin, zu Astrid Hurtado. Danke. Vielleicht ergänzend noch einen Satz dazu. Wir haben bis dato nicht einmal 3.000 Euro ausgegeben. Und die Hauptinvestition waren die Flyer. Alles andere ist von Eigenleistung von Menschen bzw. durch die Begeisterung der Menschen investiert worden. Nämlich an Zeit, an Marschieren, an auf die Menschen zugehen. Und das ist, wie Bertels gesagt hat, nicht nur Respekt, Wertschätzung, das ist aller Ehren wert. Das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Astrid, bitte. Ich darf mir kurz vorstellen. Zuerst mal ein Hallo an alle. Mein Name ist Astrid Hurtado Herrera. Der Nachname kommt daher, dass mein Mann aus Peru stammt. Ich selber bin gebürtige Pennegauerin aus Hallein. Bin 1968 geboren, bin an diesem Tisch eigentlich die Oma sozusagen.
Ja, wir gerade aufbauen müssen, nach der Bertel nennen wir sie. Ich habe meine Volksschulzeit in Oberösterreich verbracht, in Steyr. Bin dann mit meinen Eltern wieder in den Tennengau gezogen, habe da AHS in Hallen gemacht und ich habe das HAK-Kolleg in Salzburg, weil mir Studieren zu lange gedauert hätte, um selbstständig zu sein. Bin nach der HAK dann ein Jahr in die USA gegangen, als Au-pair, um meine Sprachkenntnisse zu vervollständigen. Wieder zurück habe ich dann ungefähr 8 Jahre gearbeitet, bevor ich mir gesagt habe, das kann nicht alles gewesen sein. Ich bin studieren gegangen nach Innsbruck, habe internationale Wirtschaftswissenschaften begonnen mit den Fremdsprachen Englisch und Spanisch. Entschuldigung. Nach einem Jahr habe ich dann noch Politikwissenschaften und Jus dazu genommen, weil mir IWW irgendwie zu wenig war. Habe IWW und Politikwissenschaft abgeschlossen, Jus habe ich noch im ersten Abschnitt gelassen, das habe ich dann eigentlich nicht mehr interessiert. Für IWW musste ich ein Jahr im Ausland verbringen, da habe ich mir Peru ausgesucht und dort habe ich mir auch dann meinen Mann mitgenommen quasi. 2002 habe ich dann die 2 Studien abgeschlossen, habe dann ich habe geheiratet, wir haben dann im Laufe der Jahre auch 2 Söhne bekommen, inzwischen 21 und 16 Jahre alt. und dann hat das Arbeitsleben begonnen. Ich war eigentlich immer im Assistenzbereich, bis ich dann angefangen habe, Finanzen zu beginnen, im Finanzbereich zu arbeiten und mache jetzt seit 14 Jahren Controlling. Das heißt, ich bin in der normalen Arbeitswelt, habe auch aus dem Corona-Fonds quasi keine Unterstützung bekommen, aber auch nicht gebraucht. 2019 wurde ich dann dazu überredet, für die Grünen in meiner Heimatgemeinde Bad Vigauen zu kandidieren. Also ich war eigentlich immer sehr grünaffin, umweltaffin, das waren immer meine Themen. Wir haben es dann auch mit zwei Mandaten in die Gemeindevertretung geschafft, ganz wenig das dritte Mandat versäumt. 2020 dann im Januar hat dann am Renger Berg, das ist in Vigauen, haben es dann plötzlich begonnen, Wald zu roden für die 83er V-Leitung. Ich war bis dahin natürlich informiert drüber, allerdings nicht sehr, sehr intensiv, bin dann aber von Mitbürgern der Gemeinde Bad Vigauen angesprochen worden, ob ich nicht für die Gemeinde quasi mir das mal anschauen würde und war dann eigentlich sofort vereinnahmt quasi von dem Thema, was da gemacht wird mit Umwelt, mit den Menschen und bin eigentlich eine sehr intensive Unterstützerin geworden. War bei der IG Erdkabel und später dann vor Kabeln ist bei der anwesenden Presse vielleicht bekannt durch die vielen Demonstrationen, die wir auch gemacht haben. Ich habe dann in meiner Funktion als Gemeindevertreterin auch versucht, die Grünen des Landtags dafür zu begeistern, weil das ja eigentlich ein total grünes Thema ist. Natur beeinträchtigen, inklusive Mensch, Gesundheit und so weiter. Man ist nicht darauf eingegangen, im Gegenteil, man wurde mir dann eigentlich nahegelegt, aus der Partei auszutreten. Das habe ich dann schlussendlich auch Ende 2020 gemacht und sitze seither als quasi Wilde in der Gemeindevertretung. Die Themen der Grünen, also die ursprünglichen Themen, Umwelt, Gesundheit, aber auch Kinder, Jugendliche, was ich da mit einfließt, sind nach wie vor meine Themenbereiche und haben mein äußerstes Interesse und ich versuche mich hier entsprechend zu bilden. Und wir haben uns alle quasi so ein bestimmtes Motto gesetzt und mein Motto ist eigentlich das, was Steve Jobs gesagt hat, Menschen, die verrückt genug sind zu denken, sie können die Welt verändern, sind diejenigen, die es auch tun. Und ich glaube auch, dass wir in unserer Bewegung, auch wenn wir sehr neu sind, noch nirgends vertreten, glaube ich, dass wir das wirklich machen können.
Wir sind alle überzeugt, aus der Mitte des Lebens wollen von den Menschen, für die Menschen was umsetzen können und auch bewegen. Also wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Bereich der Bürgerbewegung und Natur. Wenn ich über die 83 KV-Leitung sprechen darf, dann kann ich auch hier einige Themen ansprechen, die uns alle bewegen. Also erstens mal die Zerstörung unserer wundervollen Landschaft im Salzburger Land, von der wir ja eigentlich auch von der Wirtschaft her abhängen, weil wir natürlich den Tourismus als kapitalgebende Dienstleistung bei uns sehr hochhalten und die auch sehr viele Arbeitsplätze bringt. Darüber hinaus ist aber auch noch, dass die gesundheitlich schädlichen Auswirkungen der elektromagnetischen Felder von diesen Freileitungen erwiesen sind. Es gibt sehr, sehr viele Studien dazu. Außerdem wurde von vornherein, also das war um die 2000er Jahre, ist es eigentlich aufgepoppt bei Haslau und Burgstaller damals noch, diese Freileitung bauen zu wollen. Es wurde völlig negiert, dass es eine neue, eine alternative und technisch viel weitere Möglichkeit gibt, Elektrizität zu leiten, und zwar das Erdkabel. Es ist für mich einfach total unverständlich, wie man einfach sagen kann, die Technologie ist noch nicht ausgereift genug, wir müssen die Freileitung machen, die eigentlich eine Technologie ist, die über 100 Jahre alt ist. Und Technologien, die wir kennen von Computer, Telefon her, vom Handy, was Serena von wenigen Jahren getan hat, hier bei der Weiterleitung von Elektrizität einfach zu negieren, ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Was ich auch noch erkennen durfte, ich war während meines Studiums von Jus und Politikwissenschaft, habe ich eigentlich immer die heile, schöne Welt gesehen, quasi vom Nationalrat und der Rechtsstaat und so weiter. Seit ich aber bei der Bürgerbewegung der IG Erdkabel dabei war, habe ich erkennen müssen, dass Rechtsstaat eigentlich ziemlich sehr zu suchen ist. Es werden Gesetze gebogen, gebrochen, und das war auch so, damit die Freileitung bewilligt werden konnte. Außerdem kann ich die Korruption ansprechen, die in aller Munde eigentlich heutzutage ist. Denn suchen Sie einmal entlang der Freileitung einflussreiche Politiker oder finanziell potente Unternehmer, was auch immer, Sie werden keine finden. Jeder konnte sich richten, die Leitungen wurden versetzt. Der Bertel hat schon erwähnt, also die ganzen Systeme, die ganzen Geschäftsmodelle, die uns Angst machen oder wie auch immer, haben eigentlich nur eines im Hintergrund, und die Frage stellt sich, wem nützt das Ganze, wer verdient dran? Also auch in der Corona-Krise ist es so, bei der Klimakrise ist es genauso wieder. Die Elektroautos, ich habe heute gerade in einem Buch einen Satz gelesen, der mir sehr gut gefallen hat, die Lösungen von heute sind unsere Probleme von morgen. Und das sieht man leider immer wieder, auch bei den Elektroautos zum Beispiel, ich glaube, es wird viel zu wenig bedacht, woher die Batterien kommen, woher die Rohstoffe für die Batterien kommen, was wird mit den Batterien später gemacht. Ich glaube, dass die sogenannten Lösungen viel zu wenig im Gesamten gedacht sind. Ich darf nur kurz überleiten zu den Windrädern, die auch immer wieder jetzt ein Thema sind, als die Lösung, um das Diktat von der EU quasi zu erfüllen, dass wir klimaneutral werden müssen. Auch bei den Windrädern gibt es für sehr viele Studien, welche Dinge nachteilig sind und wer davon nachteilig betroffen ist. Auch die werden negiert. Und das Diktat der EU ist für mich eigentlich nur eines von vielen. Und wir haben ja auch in unserer Agenda geschrieben, wir sind dafür, aus dieser EU auszutreten, weil sehr viele Sachen einfach über den Kopf der Menschen weg geschlossen werden und nicht wirklich die Nachwehen quasi mitbedacht werden. Für mich muss das gesamte System neu überdacht werden. Ich darf jetzt bitte an meine Kollegin überleiten. Ja. Also, danke.
Vielleicht einen Satz noch zu den Windrädern. Wir sind ja nicht per se gegen die Windräder. Das muss man auch mal klar sagen. Sondern wir haben klipp und klar gesagt, Windräder dort, wo es einen Sinn macht. Schauen Sie ins benachbarte Innviertel nach Mundorfing. Da stehen 7 dieser Windräder. Die stehen, und wir haben die Zahlen präsentiert bekommen, die stehen an 312 Tagen im Jahr still. Die sind also nur an 53 Tagen im Jahr aktiv. Weil entweder zu wenig Wind geht, dass man sie benutzen kann, oder zu viel Wind geht, dass man sie benutzen kann. Und wenn man sich jetzt die ganze Thematik Windenergie quer durch den Gemüsegarten anschaut, vom Flachgau über den Pongau bis hin in den Lungau und jetzt im Pinzgensaal auch Hinterglemm wird das Thema auch wieder aufgegoren, dann muss man sich ganz ehrlich fragen, brauchen wir das wirklich oder haben wir alternative Lösungsmöglichkeiten? Und ich weiß nicht, ob Ihnen die Zahl bekannt ist. Wir haben in Salzburg 550 öffentliche Wasserkraftanlagen. Das Ergebnis liegt auf der Hand, welche Energieform wir eigentlich in Salzburg verwenden könnten. Aber offensichtlich steckt da, ähnlich wie bei der von der Astrid erwähnten 380 kV-Leitung, wieder Interesse dahinter, irgendjemanden wieder irgendwelche Projekte zuzuschanzen. Und da muss man mit aller Vehemenz dagegen auftreten. Dankeschön für diesen kurzen Zwischeninput. Brigitte, bitte. Ja, hallo. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Brigitte Hofer. Ich komme aus St. Gelten, aus dem Pinzgau. Ich bin verheiratet, bin im Unternehmen von meinem Mann für sämtliche administrative Tätigkeiten zuständig. Ich bin gelernte Bürokauffrau. Ich habe selber ein kleines Handwerksgewerbe, welches aktuell aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil 2 von meinen 4 Kinder in der häuslichen Bildung sind. Herr Hasen, das ist eigentlich häuslicher Unterricht. Ich mag das Wort Unterricht nicht, weil wir unsere Kinder nicht runterrichten, sondern wir bilden sie, und deswegen bevorzuge ich das eigentlich. Meine Kinder sind eigentlich der Hauptgrund, dass ich mich der Bürgerbewegung jetzt in Salzburg angeschlossen habe. Aktuell liegt bei unserer Politik einiges im Argen, das ist nicht mehr rundherum, und ich möchte mir in 10, 20 Jahren vor unsere Kinder nicht rechtfertigen müssen, dass wir damals, wo wir die Möglichkeit noch gehabt haben, was zu ändern, dass wir nichts dagegen unternommen haben. Denn wenn es so weitergeht, wie es bisher den Anschein hat, dann ist die Zukunft für uns, für unsere Kinder, Enkelkinder, nicht so wirklich rosig. Also möchte ich gleich zu einem von meinen Lieblingsthemen, weil wir sind Salzburg immer das größte Ziel, also die Familie. Das größte Ziel für uns ist es, die Familien zu stärken. Weil die Familie ist einfach das Fundament von einer jeder funktionierenden Gesellschaft. Wenn das Fundament nicht stabil genug ist, dann kocht alles, was drüber drauf aufgebaut ist, unweigerlich in sich zusammen. Eine Familie zum Stärken beginnt halt damit, dass die Kinderbetreuung in den ersten, in den prägendsten Lebensjahren im Familienverbund stattfinden kann. Die Bindung des Kindes zu seinen Eltern ist von essentieller Bedeutung für gesundes Heranwachsen im sozialen Umfeld. Aus diesem Grund möchten wir, dass Mütter und Väter echte Wahlfreiheit erhalten. Bleibe bei meinem Kind daheim und betreue es, oder entscheide mich wieder für meinen zivilen Beruf und gebe das Kind in Fremdbetreuung. Aus vielen Gesprächen wissen wir, dass sehr viele Mütter und Väter liebend gern bei ihrem Nachwuchs daheim bleiben dürfen. Allerdings die derzeitigen extrem gestiegenen Lebenshaltungskosten lassen eine solche Wahlfreiheit gar nicht zu. Die Eltern, die müssen einem Beruf nachgehen und haben gar nicht die Möglichkeit, den Bedürfnissen der Kinder sich zu widmen. Und deswegen muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass Vater sein, Mutter sein, entsprechend entlohnt wird mit Sozial- und Pensionsversicherung. Für die Eltern, die sich für einen zivilen Beruf entscheiden, müssen leistbare, flexible und qualitativ hochwertige Ganztagesbetreuungsplätze in örtlicher Nähe für Kinder bis zu 13 Jahren entstehen. Berufstätige Eltern sollen sie während dem Arbeitsalltag nicht Sorgen machen müssen, dass es einem Kind nicht gut geht.
Das sollen Sie sicher sein, dass Sie noch nichts mangelt, dass Sie gut aufgehoben sind. Weiters möchten wir ein generationsübergreifendes Miteinander fördern. Wir wissen alle, wir entwickeln unser Leben lang, das fängt bei klein an, das hört bei alt auf. Die Eltern und die Großeltern lernen auch noch durch Kinder und Enkelkinder. Und umgekehrt natürlich genauso. Viel Wissen ist aber bereits verloren gegangen, weil die Generationen seit Jahren voneinander, von unter anderem auch von der Politik, gespalten worden sind. Weil in den Augen der vorherrschenden Politik lässt sich natürlich ein gespaltenes Volk viel leichter lenken als ein geeintes. Dass ein Zusammenhalt bei den Menschen sehr wohl Wunder vollbringen kann, der von soll ruhig wieder ins Bewusstsein von den Menschen gelangen. Weil nicht umsonst gibt es den Spruch, gemeinsam sind wir stark. Zur Bildung. Die muss neu gedacht und neu organisiert werden. Wissbegierde, die Experimentierfreude, der Bewegungsdrang, das sollte gefördert werden, das sollte nicht unterdrückt werden. Die Schubladisierung, das muss endlich aufhören. Die Kompetenzen werden unterstützt und gefördert. Wir wünschen uns, dass bereits in den Volksschulen, allerspätestens in den darauffolgenden Schulstufen, die Kompetenzen, die Talente, die Eignungen von den jungen Menschen entsprechend erkannt werden und dahingehend gefördert und das Wissen intensiviert wird und vertieft wird. Wir sollen unsere Kinder doch wachsen lassen. Das kennen sie aber nicht, wenn man sie hier so manche Pflanzen in einem zu kleinen Topf steckt, dann können sie andere Wurzeln und andere Äste nicht in die Ferne strecken. Zurzeit werden einfach nur Kinder zu braven und folgsamen, nur ja nicht hinterfragenden Staatsbürgern erzogen. Dabei braucht man gerade heute nicht mehr denn je kritische, kreative, freie, unabhängige Denker. Wir sind Salzburg fordern außerdem eine Wahlfreiheit der Eltern zwischen der Bildung an öffentlichen und privaten Schulen sowie der privaten häuslichen Bildung oder von Lerngruppen. Ganz im Sinne des Artikel 17 des Staatsgrundgesetzes von 1867. Denn nach dem sind die Wissenschaft und die Lehre frei. Das Wohl des Kindes muss immer an erster Stelle stehen. Wir wünschen uns diesbezüglich eine konstruktive Zusammenarbeit der Schulen, der Bildungsdirektionen, der Schüler und der Eltern. Eine solche Zusammenarbeit gibt es aktuell nicht. Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Die Behörden handeln lediglich nach den Gesetzen und nicht im Sinne des Kindeswohls. Apropos das Wohl der Kinder. Das ist in den letzten Jahren scheinbar absolut unwichtig gewesen. Die überzogenen Corona-Maßnahmen, die soziale Ausgrenzung, der Maskenwahn, der Testwahnsinn. Durch das stehen wir jetzt alle aktuell vor den Scherben der verlorenen Kinderjahre. Die Zahl der Kinder mit psychischen und physischen Erkrankungen ist in die Höhe geschossen. Die Selbstmordraten sind enorm gestiegen. Entsprechende Behandlungsmöglichkeiten fehlen, weil diesbezüglich alle vorhandenen Ressourcen komplett ausgeschöpft sind. Man darf aber die Kinder und die Jugendlichen mit ihren Problemen in keinster Weise allein lassen. Deswegen muss Schulen ausreichend personelle Unterstützung durch Pädagogen, Sozialpädagogen und Psychologen sowie auch die räumliche Unterstützung zugestanden werden. Die jungen Menschen müssen am eigenen Leib wieder erfahren dürfen, dass sie das Leben lohnt. Und dass wir es nie mehr zulassen werden, dass ihnen solche Schikanen auferlegt werden. Allerdings sieht man es jetzt dann wieder, das macht die nächste die Diskriminierung geben und in die nächste Runde. Man hört es wieder rundherum, erste Schulen sperren die Kinder schon wieder aus, weil sie ungenügenden Masernimpfschutz haben. Stellen wir uns Bildung so vor, also wir sind Salzburg nicht. Danke. Wenn wir gerade bei den Jugendmaßnahmen sind, liebe Lara, vielleicht sprichst du ganz kurz vor, ja. Präsentierst ganz kurz deine Themen für Jugendliche und junge Menschen. Also mein Name ist Lara Wagner, ich bin am 18. März 2004 geboren. 2010 bin ich in die Volksschule Liebring 1 gekommen und dort war ich 5 Jahre und habe die Vorschule gemacht. 2015 bin ich in die Musik-NMS Max Klang 2 gekommen und seit 2019 bin ich am ABZ St. Josef. Und zuerst habe ich die zweijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe gemacht
Und jetzt mache ich die dreijährige Schule für medizinisch-kaufmännische Berufe und bin gerade in der zweiten Klasse. Als Jugendliche ist mir ein großes Bedürfnis festzuhalten, dass ich mich für Wir sind Salzburg entschlossen habe, weil ich merke, dass das Team bereit ist, die Situation zwischen den Kindern und Jugendlichen zu verbessern, sowohl im schulischen Bereich als auch in deren Freizeit. Warum ich zu Wir sind Salzburg dazugekommen bin, ist noch ein Grund, weil jeder Mensch das Recht hat, seine eigene Meinung zu äußern. Ich habe schon erlebt, dass Menschen nicht ihre eigene Meinung äußern dürfen, sonst wird man gleich verurteilt und da gehöre ich auch dazu. Meiner Meinung nach sollten Jugendliche sich mit dem politischen Tagesgeschäft sich auseinandersetzen, denn nur so können sie auch ihre eigene Meinung bilden. Als Vorschläge, wie das gelingen könnte, habe ich Jugend motivieren, also in Klammer 16 plus, also aufwärts. Dann, sobald wir eine Gruppe voller Jugendliche sind, haben wir eben zweimal im Monat ein Jugendtreffen, wo man verschiedene Aktivitäten macht. Zum Beispiel eben Jugendtreffen wie Event mit Catering, Werderplan oder auch DJ. Dann Ton- und Töpferworkshop. Und was mir noch ganz wichtig ist, ist, wir bitten den Jugendlichen an ein-, zweimal im Monat mit Fachleuten wie Ärzte oder Psychologen auch zu reden, dass die Jugendlichen ihre Probleme uns sagen können, beziehungsweise eben den Fachleuten. Und wir lassen die Jugendlichen auch nicht im Stich, weil ich glaube, das ist ein ganz besonderes Thema, gerade bei den Jugendlichen, dass sie im Stich gelassen werden mit ihren Problemen. Und dafür stehen wir auch ein. Und der nächste Punkt ist noch weg von Digitalisierung, dass die Jugend nicht mehr viel am Handy ist oder vor dem Computer. Und da wäre der Punkt eben, dass wir raus in die Natur mit den Jugendlichen gehen und Kräuter sammeln, dass die Jugendlichen die Natur kennenlernen, dass wir Gewürze machen aus den Kräutern oder Exkursionen zu den Bauern, dass sie lernen, wie man wirklich Käse macht, woher die Milch kommt oder auch wie man Brot macht zum Beispiel. Und das hat auch das große Thema die gesunde Ernährung. Und dies sind nur einige Vorschläge, die im Bundesland Salzburg von hoher Wichtigkeit sind. Danke. Danke, Lara. Ja, das klingt so ein bisschen wie ein Ferienprogramm. Als ich meine Sommersportwochen noch machen durfte, weil ab einem gewissen Zeitpunkt, als ich dann ein bisschen bekannter war in den letzten zwei Jahren, durfte ich das ja nicht mehr, habe ich das ja mit Kindern gemacht und mit Jugendlichen. Aber wir müssen tatsächlich wieder zurück zur Natur, wir müssen wieder zurück zu unseren Werten finden. Und ich glaube, das sind nur einige der Punkte, die man natürlich flächendeckend auch mit den Eltern, mit den Erziehungsberechtigten, wobei das Wort klingt ja schon wieder ganz, ganz furchtbar, Erziehungsberechtigter, ja, mit den Eltern besprechen müssen, weil die Eltern müssen da natürlich auch mit gutem Beispiel vorausgehen. Und ich sehe es bei meinen eigenen Kindern. Einen 16-jährigen Sohn, eine 14,5-jährige Tochter, also mitten in der Pubertät, sehr, sehr spannende Phase gerade, auch mit Computer, mit Handy und da einfach auch die Kinder zu motivieren, rauszugehen, am Berg zu gehen und so weiter. Das funktioniert schon, wenn man es will. Und dann haben die Kinder auch frei, wenn sie mit mir in der Früh zum Beispiel am Nockstein gehen können. Stichwort Nockstein, ich passe da wieder sehr, sehr gut dazu, was die Astrid gesagt hat, 83 kV-Kabel, jetzt wird gerade der letzte Turm quasi am Nockstein dann noch gebaut. Es ist wirklich eine Schande, das muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Last but not least, zwei, drei Gedankenspiele noch zu den Themen, die ich vertrete. Ich glaube, viele von Ihnen wissen, dass ich aus dem Gesundheitsbereich komme, dass der Gesundheitsbereich der einer der Bereiche ist, wo Sie, das traue ich mir mit Fug und Recht behaupten, im Bundesland Salzburg ganz, ganz wenige noch besser auskennen als ich. Das gehört komplett neu aufgesetzt. Also das Gesundheitssystem ist ja kein Gesundheitssystem mehr, sondern ein Krankheitssystem und das krankt an allen Ecken und Enden. Und es hat die Regierung Burgstaller, das in den Jahren 2008 bis 2013 schon runtergefahren, aber was der Herr Dr. Stöckl in den letzten 8, 9, 10 Jahren hier gemacht hat in Salzburg. Natürlich, man muss davon ausgehen, das ist ein österreichweites Thema,
Aber man hätte hier massiv gegensteuern müssen. Stichwort Pflegekräfte, Stichwort leere Betten, Stichwort Krankenhäuser, wo man ewig lang auf Operationen wartet. Ja, das sind alles hausgemachte Probleme. Diese Probleme wurden 2012 von mir schon erwähnt. Diese Probleme wurden 2014 bei meiner zweiten Auflage meines Buches erwähnt, wurden 2020 wieder erwähnt. Man hat halt nicht dagegen gesteuert und jetzt stehen wir wirklich vor dem Super-GAU und das Ganze wird noch viel, viel schlimmer, weil ich kann Ihnen versichern, dass weitere Pflegekräfte dieses System verlassen werden, dass weitere Stationen geschlossen werden. Ja, alles hausgemachte Probleme für Herrn Stückel, ist wahrscheinlich gut, dass er jetzt in Pension geht, dass jemand anderes dieses Gesundheitsressort übernimmt, aber er trägt hier die Hauptschuld an diesem Versagen im Gesundheitsbereich. Ebenso im Sozialbereich, auch hier, da war halt bis dato der Herr Schellmann zuständig, jetzt ist die Frau Berthold, genau die gleichen Probleme bei den Alten- und Pflegeheimen, Riesenbaustellen, auch hier werden alte Menschen, Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr aufgenommen in die Pflegeheime, weil es einfach keinen Platz gibt, weil es kein Pflegepersonal gibt, damit auch die Betten leer stehen oder überhaupt Stationen leer stehen. Es ist, ja, es gibt Lösungen, man muss sie nur andenken, man muss sich nur einmal die Mühe machen, vielleicht dort oder da mal ein Buch zu lesen, da würde alles drinnen stehen. Man muss viel mehr in die Prävention gehen in diesem Bereich, dann würden solche Dinge nicht passieren. Nur, wenn ich heute wieder lese, dass der Mutter-Kind-Pass jetzt, die Verhandlungen nahezu gescheitert sind, die Ärztekammer sich jetzt darauf stellt, den Mutter-Kind-Pass in dieser Form, mit diesen Preisen nicht mehr zu servicieren, dann muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, wofür sind die Ärzte dann da, insbesondere wofür ist die Ärztekammer dann da? Und wir wissen aus Umfragen, dass die Ärztekammer genau von 3% der Ärzte gut geheißen wird und das sind die Funktionäre. Also sollte man sich tatsächlich die Frage stellen, braucht man denn überhaupt eine Ärztekammer? Aber das ist eine andere Geschichte da noch zum gegebenen Zeitpunkt. Wirtschaft wurde genannt, die Familie als der soziale Rückhalt unserer Gesellschaft. Die Klein- und Mittelbetriebe sind der wirtschaftliche Rückhalt unserer Gesellschaft. Die haben am meisten in den letzten Jahren darunter gelitten, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und Kern massiv unterstützt. Und wenn Sie sich einmal anschauen, wie die Insolvenzzahlen, die Konkurszahlen gerade im Bundesland Salzburg bei den Klein- und Mittelbetrieben nach oben rasseln, dann wissen wir, wo wir eigentlich ansetzen müssen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, haben wir die eine oder andere Partei, die sich als Wirtschaftspartei bezeichnet, ich denke hier vor allem an 2 bis 3, ja, die Klein- und Mittelbetriebe massiv im Stich gelassen. Stichwort Verkehr, bestes Beispiel dieser S-Link. Wir bauen jetzt einfach einmal vom Bahnhof bis zum Mirabellplatz, dann ein bisschen sondieren, bauen dann auf, reißen auf um 800 Millionen Euro, um dann festzustellen, naja, vielleicht machen wir jetzt nur weiter oder machen wir nicht weiter. Es gäbe hier sensationell gute Alternativen. Heute Abend findet hier auch im Lokal ein Informationsabend statt zu Alternativen zum S-Link. Und wenn man zurückdenkt an das Jahr 2015, 2017, als man sich ja damals für den S-Link entschieden hat, so war das um 0,5 Prozentpunkt für den S-Link im Verhältnis zu einer Regionalstadtbahn. Und wenn Sie sich überlegen würden, was das bedeutet, schauen Sie nach Karlsruhe, da funktioniert das blendend. Wie schaut die Anbindung im Lunga aus? Haben wir jetzt aus vielen Gesprächen im Lunga gehört. Wie schaut die Anbindung des Verkehrs im Oberpinsk aus? Haben wir auch aus vielen Gesprächen mitbekommen. Das sind alles Themen, wo ich sagen muss, da hat Landesrat Schnöll noch keine guten Ideen. Man muss aber eins zugute halten, das 365-Euro-Ticket ist aller Ehren wert. Das habe ich in Wien, als ich in Wien war, immer mit Besonderheit gesehen, dass das jetzt in Salzburg umgesetzt ist. Das finde ich sehr, sehr gut. Man muss auch dort einmal loben, wo zu loben ist. Ja, rechtliche Themen. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen, hat der Helmut Schmidt einmal gesagt. Stichwort Russland-Ukraine-Konflikt. Jeder kennt hier meine Meinung zu diesem Thema. Ich wurde vor einem knappen Jahr ja, von einer Salzburger Tageszeitung groß betitelt als Putin-Freund. Ja, lassen wir mal so stehen. Nur wenn man Dinge kritisch hinterfragt und sagt, man sollte sich beide Seiten anschauen, dann wäre das sehr, sehr wichtig. Und man kommt ja immer mehr darauf, dass auch hier beide Seiten gehört und gesehen werden müssen. Neutralität. Neutralität ist nicht verhandelbar. 90% der österreichischen Bevölkerung ist die Neutralität wichtig, richtig. Und wir haben hier auch einen Vortrag vom General Günther Greindl vor circa 3 Wochen gehabt, der uns ganz, ganz, ehemaliger Bundesheerler, der in Rente ist, der uns ganz, ganz deutlich gesagt hat, dass die Neutralität nicht verhandelbar ist. Und es gibt gute Gründe, warum man an der Neutralität festhalten muss und festhalten soll.
Leider Gottes kommen jetzt wieder diese sogenannten Experten, die wir in den letzten 3 Jahren schon gesehen haben. Da waren es halt die Gesundheitsexperten, jetzt sind es die Klimaexperten und die Neutralitätsexperten, die uns jetzt erklären, warum wir das vielleicht auch gar nicht mehr brauchen. Nein, wir brauchen es mehr denn je in der jetzigen Situation. Und da passt auch das ganz gut rein, was die Astrid gesagt hat. Stichwort raus aus dieser EU. Wir haben am 12. Juni 1994 abgestimmt für die EU unter ganz anderen Voraussetzungen. Mittlerweile ist diese EU, das sage ich beinhart, ein Korruptionshaufen und jeder, der da drinnen sitzt, weiß das auch. Vielleicht dürfen es manche nicht so formulieren, aber das ist nichts anderes als ein Korruptionshaufen. Und diese EU bringt uns wenig, wir sind Nettozahler, sie schadet uns aber ganz massiv. Und weiters auch raus aus dieser EU, möchte ich dazu sagen. Wenn sich die EU ändern würde, wäre das vielleicht ein anderes Thema. Und auch raus aus der WHO. Ganz klar, wer den Flyer liest, wer und auf der Internetseite bei uns anschaut, ganz klare Themen. Direkte Demokratie. Andere reden drüber, wollen Statute verändern, verändern es dann wieder nicht. Wir machen es. Direkte Demokratie bedeutet wirklich im Kleinen bei uns, dass jedes Mitglied bei uns volles Mitspracherecht hat, volle Transparenz vorhanden ist. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Da brauche ich noch gar nicht davon reden, von Volksbegehren, die auch dann gehört werden müssen, von Volksabstimmungen, sondern im Kleinen beginnen. Jedes Mitglied bei uns, volles, transparentes Mitspracherecht, das ist, glaube ich, entscheidend. Weil nur im Kleinen kann direkte Demokratie beginnen zu leben, wie ein kleines Pflänzchen, das sich dann zu einem riesengroßen Baum oder Blumenstrauß auch entwickelt. Stichwort Transparenz. Wir haben uns, der Bertel hat schon gesagt, eine Verfassung gegeben. Einen 10-Punkte-Plan, die über dem Statut steht. Und in dieser Verfassung steht unter anderem auch drinnen, dass jeder, der eine Funktion innehat, sollten wir eine Funktion innehaben, dann auch die Notwendigkeit hat, monatlich den Wähler in seinem Wahlkreis Rede und Antwort zu stehen. Zu sagen, was habe ich gemacht in diesem Monat? Wo habe ich abgestimmt? Wie habe ich abgestimmt und warum habe ich so abgestimmt, wie ich abgestimmt habe? Das macht momentan keiner, zumindest mein Wissensstand. Wir sind aber, wenn wir gewählt werden, würden dem Wähler verpflichtet, nämlich den Menschen. Und ich glaube, das ist ein ganz essentielles Thema. Und das macht keine Partei, muss man auch dazu sagen. Ja, ich könnte Ihnen zum Thema Antikorruption aus den letzten 2 Jahren Beispiele über Beispiele bringen. Das würde zu lange dauern. Last but not least möchte ich zum Thema Teuerung noch etwas sagen. Das ist ja schon gekommen, die Lage wird für viele, viele Menschen immer bedrohlicher, auch im Bundesland Salzburg oder speziell im Bundesland Salzburg, weil wir ein Hochpreisland sind. Und ihr merkt es bei diesen ganzen Gesprächen, ich war jetzt in den letzten Monaten ganz, ganz viel draußen, zuerst nach meinem Abgang bei der ehemaligen Partei, jetzt durch Wir sind Salzburg. Man muss die Menschen nur zuhören. Man muss ihnen nur zuhören und man weiß, wo der Schuh drückt. Und man muss mit Kleinigkeiten helfen. Und wir haben Ihnen einige Kleinigkeiten hier auch niedergeschrieben, wo man helfen kann, wo man schnell helfen kann. Für mich ist es faszinierend, wie einfach es gehen würde, wenn man den Menschen diese Beispiele bringt. Und wenn dann die Frage kommt, ja, woher zahlt denn das alles? Dann frage ich mich, wir haben 88 Milliarden Euro ausgegeben in den letzten 3 Jahren für Maßnahmen, wie sich jetzt herausstellt, die, gelinde gesagt, nicht notwendig waren. Von dem her, glaube ich, haben wir gute Argumente, warum Wir sind Salzburg ganz, ganz anders ist als alle anderen und warum Wir sind Salzburg eine echte Alternative zu dem bisherigen Einheitsbrei bei den Parteien darstellt. Ich möchte trotzdem nur eine Sache noch ganz kurz hervorheben. Ich finde es sehr spannend. Wir kommen mit Themen und die FPÖ macht es dann noch. Wir bringen das Thema Familie schon bei der letzten Pressekonferenz, schon in meiner Zeit in den letzten 2 Jahren, dass die Familie einen echten Stellenwert haben muss, dass die Familie eine echte Wahlfreiheit geben muss, dass der Beruf der Mutter und des Vaters als gesetzlich anerkannter Beruf gelten muss. Kommt die FPÖ mit Berndorfer Modell mit Herrn Guckenberger daher. Wir reden vor 3 Wochen bei einer Veranstaltung im Lungau, dass wir die Windräder kritisch sehen und mittlerweile gibt es dann auch einen Bericht von der FPÖ Salzburg, dass man sich auch gegen die Windräder steht. Also offenbar gehen ja die FPÖ die Themen aus, dass sie die Themen hier von dem anderen übernehmen. Aber ja, ich lasse es mal so stehen, denn ich glaube, jeder Mensch in Salzburg, der uns noch nicht kennt, und das sind Sie, liebe Medienvertreter, auch angesprochen, die uns auch
Megamel von uns zu bringen, wenn das für sie passt, wenn das auch in ihrem Interesse ist. Ich glaube, der Bekanntheitsgrad, das ist das, wo es am meisten hakt bei uns noch, logischerweise mit 11 Wochen bestehen. Aber wenn man sich einmal unser Programm durchschaut, wenn man sich die Menschen anschaut, wenn man das ganze Team, das da hier im Raum ist, sich anschaut, das ist ein Zusammenhalt, wie man es selten gesehen hat. Das ist ein ja, da passt kein Löschblatt dazwischen. Und ich denke, das ist auch eines der Erfolgskonzepte. Und jetzt geht es in die Wahlphase. Ich besorge bewusst nicht Wahlkampf, weil Kampf klingt so schrecklich. Wahlphase. Und wir haben spannende Voraussetzungen, wie wir das mit sehr, sehr wenig Budget auch machen können und machen werden. Wir sind nach wie vor auf Mitgliedersuche, wir sind nach wie vor auf Sponsorensuche. Das wird sehr, sehr spannend werden. Aber wir sind guter Hoffnung, hier ein sehr, sehr gutes Ergebnis dann auch in den nächsten 2 Monaten, 1,5 Monaten bis zur Salzburger Landtagswahl hinzulegen, aufs Paket zu legen und ganz, ganz viele Menschen im Bundesland Salzburg auch von der Notwendigkeit einer echten Veränderung, von der Notwendigkeit von Transparenz, von der Notwendigkeit von Offenlegen der Fehler, die es bis dato gegeben hat, auch überzeugen zu können. Und wir freuen uns gemeinsam hier mit Ihnen, auch als Medienvertreter, einen gemeinsamen Weg gehen zu können und gehen zu dürfen und bedanken uns sehr, dass Sie heute da waren. Danke auch an die Menschen im Publikum und ich verstehe natürlich jetzt, danke an euch, natürlich danke an euch da im Raum, wir stehen natürlich jetzt für Fragen gerne zur Verfügung und wollen Ihnen aber auch noch etwas zeigen. Wer fängt an? Ja. Astrid, fängst du an? Ich fange mir vor. Also eines unserer Wahlplakate, die wir jetzt in der Wahlperiode verwenden werden. Wählen kann, Natur schützen, Alternativen fördern. Und das ist, spricht ganz besonders die Riesenmasse an Nichtwählern an, die sich bewusst sein sollte, dass sie nur mit ihrer Stimme etwas verändern können. Und wen kann auch Ausverkauf daheim stoppen? Ja, das ist so ein Bonmot, das eigentlich alle, ich glaube fast alle Parteien im Land Salzburg in den letzten Jahren verwendet haben, wirklich Akzente dagegen gesetzt haben, sie nicht wirklich. Also wenn man im Internet beispielsweise sucht, findet man allein im Land Salzburg 72 Chalet-Dörfer. Hat mich ehrlich gesagt ziemlich vom Hocker gehauen. Und da gehört dazu das Wasser, da gehört dazu die, das ist in die Windräder, da gehört die 380 KV-Leitung dazu. Das sind alles Dinge, die ganz massiv die Umwelt belasten. Ist ein bisschen ungewohnt, jetzt aufzustehen während einer Pressekonferenz, aber das macht nichts. Das passt ja. Das Plakat für die Familien. Wählen kann Familien stärken, Freiheit erhalten und Wohlstand sichern. Wie wir schon gesagt haben, das Fundament von einer jeden Gesellschaft ist ein funktionierendes, eine funktionierende Familie. Und da liegt es an jedem von uns. So. Auch an allen, dass wir das wieder ins Bewusstsein kriegen. Dankeschön. Lara. Wählen kann Bildung neu gestalten, Missbrauch verhindern, Hoffnung schenken. Ich glaube, wenn man mit Pädagogen redet, wir haben Pädagogen im Team, die während der 3 Jahre den Kindern versucht haben, nicht die Maske tragen zu lassen im Klassenraum. Die finden jetzt keinen Job mehr in der Bildungsdirektion. Andere Pädagogen bei uns im Team sagen, es ist unglaublich, was den Kindern da angetan wurde. Sie wissen das alle. Ich habe gerade draußen jetzt zuerst einen Psychiater getroffen von meiner Zeit im Landeskrankenhaus Salzburg, der gesagt hat, es ist eine Katastrophe, wie es auf der Kinderpsychiatrie zugeht. Ich glaube, wir stellen das dann alles zur Verfügung und Sie können dann das alles nur extra filmen, fotografieren und so weiter. Ist absolute Katastrophe, was da den Kindern in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren, 3 Jahren angetan wurde.
Und ich glaube, man muss auch endlich mal ein Sprachrohr für die Kinder sein. Und das werden wir sein. Bitte, bitte. So, ein weiteres schönes Plakat. Und ein Titelraum. Ja, wer kann Neues, Besseres, Nachhaltiges entstehen lassen? Und unter dem Motto, mit Wir sind Salzburg, muss man was Neues entstehen. Und gerade als Bauer ist man angewiesen auf die Natur. Man gibt den Samen in die Erde und da muss man ein Stück weit hoffen, dass die Natur mitspielt. In unserem Fall, dass die Menschen mitspielen. Und dann kann was Großartiges entstehen. Und es ist schon gewaltig viel entstanden, wenn da die ganzen Leute, was da im Raum vor Ort sind. Es ist da was wirklich was ja, Nachhaltiges entstanden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es kann jetzt wachsen. Und es kommt dann eben die Zeit des Wachstums. Jetzt wird es dann wieder wärmer. Und dann bin ich mir sicher, wenn wir wieder draußen sind und die Leute nicht mehr nur die Kälte haben, dann kann da was Gutes entstehen. Und wie gesagt, mit diesem Motto werden wir viel für alle sagen, da bin ich mir ganz sicher. Und in diesem Zusammenhang ein herzliches Dankeschön an unsere beiden Gestalter. Das ist die Brigitte, die am Tisch sitzt, und ihr Ehemann, der Harry. Also gewaltig, was Menschen, die was das nie gelernt haben, gestanden haben. Das war es, was ich vorher gesagt habe. Wir brauchen keine Marketingagenturen, die sinnteures Geld verpfeffern, Steuergeld, wo dann eine Person so ausschaut, wie man es Masern hätte. Auf dem Wahlplakat. Entschuldigung, aber der hat jetzt sein müssen. War aufgelegt. War aufgelegt. Wählen kann. Hatte ich zuerst schon erwähnt. So braucht man es nicht mehr. Ja. Last but not least, das ist so ein Grundmotto von uns allen, wie wir auch miteinander umgehen. Ich habe es zuerst erwähnt, beim Rahmen der direkten Demokratie. Von Mensch zu Mensch. Und ich wollte das immer schon sagen, ich war ja sehr lange Organist in der Kirche, in der katholischen Kirche, habe dort alles gemacht, was man so machen hat können. Da gibt es ein Lied, das da heißt, von Mensch zu Mensch eine Brücke bauen, dem anderen tief in die Augen schauen. In jedem Menschen das Gute sehen und nicht an ihm vorübergehen. Und das kommt mir immer wieder in den Sinn, wenn ich dieses Plakat sehe. Wertschätzung, Respekt, Anerkennung vom Gegenüber. In dem Fall haben wir eine Pflegekraft. Es kann genauso eine Kindergartenpädagogin sein. Es kann eine Pädagogin sein. Es kann ein Straßenarbeiter sein, der bei der Kälte da draußen arbeitet. Es kann genauso der Anwalt sein oder der Richter sein. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und das sollten wir bei den ganzen Differenzen, die wir in den letzten 3 Jahren geguckt haben, nicht vergessen. Dankeschön. Ich glaube, bei diesem Plakat kommt allein schon wird schon deutlich, dass für uns nicht wir im Vordergrund stehen, wie man auf den Wahlplakaten der vielen anderen Parteien sieht, sondern wirklich der Mensch und die Situationen und Probleme, mit denen die Menschen eben auch befasst sind. Genau. Wie viele brauchen Sie auch immer? Wir haben jetzt einmal 6 fertiggestellt, viel mehr werden es nicht werden. Es ist ja auch eine Frage des Geldes. Das muss man ehrlicherweise sagen. Bitte? Unter anderem. Herr Nagel, bitte. Da steht überall drauf, was Wählen alles bewirken kann, sozusagen. Am Anfang haben Sie gesagt, dass die Wahldemokratie in Frage zu stellen ist. Vielleicht jetzt, wie passt das zusammen, sozusagen? Beziehungsweise, was wäre sonst die Alternative zu einer Wahldemokratie? Naja, ich meine, dass Österreich herabgestuft worden ist, das ist ja Faktum. Da braucht man nicht diskutieren. Einer der großen Ansprechpartner von uns sind ja die Nichtwähler. Die Nichtwähler sind, und das wissen wir alle, die größte Bevölkerungsgruppe. Denn würden die Nichtwähler zählen, wären die die stärkste
wäre das das stärkste Tortenstück am Ganzen. Natürlich richtet sich nicht nur an die Nichtwähler, sondern auch an alle anderen Parteien und alle anderen Bewegungen. Aber von dem her, glaube ich, muss jedem klar sein, wenn man wählt, kann man effektiv etwas mit beeinflussen. Wenn man nicht wählt, wird das nicht funktionieren. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man den Leuten auch signalisiert, geht es nichtsdestotrotz wählen, weil Nichtwählen fördert den Stillstand, fördert das Bestehende. Und wenn ihr aber zur Wahl geht, dann haben wir zumindest die Möglichkeit, dass man in der Wahlzelle entscheiden kann, wer auch ein bisschen mitreden darf. Und die Bezeichnung Wahldemokratie bezeichnet eigentlich nur, dass der Wähler, also die Menschen, die hier leben, die nur mitreden können bei Wahlen. Und genau das darf nicht sein. Sie müssen immer mitreden können. Das ist direkte Demokratie. Das haben wir wieder bei der direkten Demokratie, genau. Dankeschön. Und rechnen Sie mit dem Einzug in den Landtag am 23. April, jetzt, wo es auch durch die MFG-Konferenz gibt? Herr Neumüller, sag mal so, wir haben in den letzten 11-12 Wochen bewiesen, was ein kleines Team, ein neues Team bewirken kann. Und wie es der Bertel Neubauer schon gesagt hat, ich beschäftige mich nicht mit Sachen, die ich eh nicht ändern kann. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich denke, die Bevölkerung, denen wird relativ schnell klar sein, wer hier in Salzburg von Anfang an ein Gesicht gezeigt hat, vom 13. Dezember 2020 an. Und wer heute zur vorherigen Zug aufgesprungen ist. Ich habe da kein Problem damit, weil sie die eine Partei angesprochen haben. Alles, was ich im September gesagt habe, ist eingetreten. Oberösterreich hat das alles übernommen. Also von dem her ist das ganz, ganz wertschätzend den Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Ich freue mich auf die Wahlphase. Ergänzend dazu, glaube ich, darf man sagen, das haben wir im direkten Gespräch auf der Straße mitgekriegt, dass viele Menschen das gerade mitgekriegt haben, dass uns wir zwei mit einer neuen Bewegung jetzt auf den Weg gemacht haben. Und viele haben unterschrieben im Glauben, sie unterschreiben für uns beide noch, also das ist auch interessant und das werde ich dann am 23. April ausstimmen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, und wie der Gerhard gesagt hat, es werden viele erkennen, wo Kompetenzen liegen und es werden dann viele erkennen, wo sie nicht liegen. Und aber trotzdem Konkurrenz belebt, ist ein Ansporn für alle. Ja, wir freuen uns auf die Wahlkampfphase. Und am 23. April, irgendwann auf die Nacht, werden wir wissen, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Und wir gehen davon aus und ich bin mir ganz sicher, nachdem wir das auf der Straße auch vermittelt gekriegt haben, das wird was Gutes werden. Eine persönliche Frage, weil Sie haben im September haben Sie ja immer gesagt, Sie sind jetzt fertig mit der Politik, das interessiert Sie nicht mehr. Jetzt zwei Monate später ist das gestartet. Wo kommt oder wie ist der Sinneswandel entstanden? Herr Nagel, danke für die Frage. Die hat der Kollege Sendelhofer schon am 20. Dezember gestellt bei der ersten Pressekonferenz. Ich möchte es jetzt mal so formulieren, nachdem ein Großteil der Menschen, die damals bei der MFG waren, jetzt habe ich den Namen erwähnt, ja, mitgegangen sind und viele, viele andere neu dazugekommen sind, haben die leider vorher gesagt, okay, macht's was. Und ich habe damals auch gesagt, ich habe über 1500 Nachrichten gekriegt, sei es per Mail, sei es über die Social Media Kanäle, probiert es, startet was und wir haben es halt jetzt einfach auch probiert. Ja. Ich wollte tatsächlich Ende September nichts mehr machen, das ist völlig richtig, weil ich einfach in diesen anderthalb Jahren gesehen habe, wohin Werteverlust, korrupte Tendenzen, Falschheit, Intrigen führen. Das ist ja nachweislich, also wir haben ja da Beweise gesammelt, Ende nie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da haben sie jetzt tatsächlich die richtigen Leute gefunden. Das freut mich auch. Wir haben wirklich auch uns, wie ich zuerst gesagt habe, eine Verfassung gegeben, dass solche Dinge, wie passiert sind, nicht mehr passieren können. Und es fühlt sich wirklich extrem gut an. Beim Thema zuerst von den Lerngruppen, werdet ihr da eher auch eigene Freilerner kreieren oder auch bestehende unterstützen?
Ihr erinnert mich da zum Beispiel an die zu Unrecht ins falsche Eck gedrängte Leis-Lerngruppe, da gibt es ja sehr viele mittlerweile in Österreich. Habt ihr da eigene Konzepte oder unterstützt ihr da bestehende? Das sollte total frei bleiben. Gell? Natürlich werden wir, wenn es notwendig ist, werden wir welche unterstützen, aber wie schon gesagt, laut Staatsgrundgesetz ist die Bildung und die Wissenschaft frei, also die Lehre frei. Und dann gehen wir jetzt auch nicht spezifisch auf eine Gruppe drauf, sondern wir machen das für die Allgemeinheit. Es soll ja jeder sein Ding machen, das für einen richtig ist. Es wollen ja gar nicht jeder in der Lerngruppe sein. Wir machen es in der häuslichen Bildung. Wir sind eigentlich in keiner Lerngruppe, wir sind so in einem Verein mit unseren Kindern. Aber die Bildung erfolgt bei uns zu Hause. Andere fühlen sich lieber, besser in einer Lerngruppe aufgehoben. Und das sollte individuell einfach so bestehen bleiben. Mhm. Ja, es sollte eigentlich alles gefördert werden von uns. Also nichts Gewisses, sondern alles. Mhm. Vielleicht ergänzend dazu, von der Frage her, was uns schon, und das hat uns jetzt beschäftigt, uns jetzt seit mittlerweile 3 Monaten, seit wir uns gegründet haben, dass in diesem Bundesland tatsächlich über die Bildungsdirektion die Jugendämter auf die Eltern einwirken, die Kinder vom Freilernen, vom häuslichen Unterricht wieder in die Schule zu schicken, und wenn das nicht funktioniert, wird dann ins Bezirksgericht raufgejuckt, mehr oder weniger. Und da muss ich schon sagen, also offen gesagt, in welchem Land leben wir eigentlich, dass man das gerichtlich einfordern muss. Ich stelle mir das spannend vor. Jetzt stellen Sie mir mal vor, das Kind, die Obsorge wird den Eltern weggenommen und das Kind, die Obsorge für die Bildung, wird jemandem anderen übergeben. Dann kommen die Polizisten in der Früh heim, schmieren die Pausenbrote fürs Kind, weil es die Eltern nicht mehr schmieren dürfen, bringen das Kind dann in die Schule, bewachen das Kind, das nicht von den Eltern abgeholt werden kann, bringen es dann wieder heim, machen mit dem Kind die Nachmittagshausübung. Ich stelle mir das jetzt praktisch vor, wie das funktionieren soll. Also, das war jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet, aber wo leben wir, dass solche Dinge mit gerichtlichem Beschluss durchgesetzt werden müssen und offen gesagt andere Dinge, da sparen wir jetzt einen Vergleich, toleriert werden. Es gibt auch schon Polizisten, die ihre eigenen Kinder in freie Lerngruppen eingebracht haben. Ist mir auch schon mitgeteilt worden. Bei der regionalen Gemeinwohlökonomie, das sind sicher so Konzepte, was bei euch sicher hinpassen. Habt ihr da auch schon bestimmte Vorbilder, so wie, ihr erinnert mich so bei Paul Etter, bei der Friedensakademie Linz, der hat sich auch diesen Themen schon angenommen. Habt ihr da schon gewisse Vorbilder, wo ihr da habt, oder macht ihr da komplett auch eigene Gedanken? Bin ich angesprochen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ich wollte das auch nicht stellen. Ja, bezüglich Gemeinwohlökonomie haben wir jetzt tatsächlich noch nichts Konkretes in Angriff genommen. In der Kürze der Zeit habe ich mich mal konzentriert auf die Landwirtschaft direkt. Ja. Mhm. Natürlich haben wir bestrebt, dann in Zukunft Zusammenarbeiten zu pflegen. Und solche Dinge natürlich müssen einfließen für eine neue Landwirtschaft, was wir tatsächlich brauchen werden. Weil, wie gesagt, dass das jetzige System im Eck drin ist, das ist ja kein Geheimnis, das kriegt man jeden Tag mit. Und wie gesagt, da freue ich mich auf die Zukunft, dass wir mit solchen Menschen in Kontakt treten und dann solche Dinge auch entwickeln werden. Ganz, ganz sicher. Ich hätte auch noch eine Frage, bitte. Ja, ich finde nur ganz kurz, ich muss noch nicht aufschreiben, eine ganz letzte organisatorische Frage. WIRS, ist das offizielle Parteikürzel oder ist das einfach nur der Listenname? WIRS ist das offizielle Parteikürzel. Wir sind Salzburg, WIRS. So steht es auch auf dem Stimmzettel da noch. Bitte gerne. Kurz, Frau Renner, wie würden Sie denn Ihr Wahlziel formulieren und was Sie die Rolle dann sein? Würden Sie gerne Regierungsverantwortung übernehmen oder sehen Sie Ihre Rolle dann als Oppositionspartei? Danke für die Frage. Also das Ziel ist definitiv, den Einzug in den Landtag zu schaffen. Was jetzt bei einer, ich sage jetzt mal, 2/3 Wahlbeteiligung ca. 13.000 Stimmen ausmacht. Das trauen wir uns auch zu, mit einem steigenden Bekanntheitsgrad. Und dann werden die Karten neu gemischt. Dann schauen wir mal, was passiert. Wie geht die Wahl aus? Wer verliert? Wer gewinnt? Wer kommt rein? Wer kommt nicht rein? Was braucht es grob für ein Mandat? Und wir sind für alles offen. Also diese Frage, glaube ich, hast du schon mal gestellt, Bertl, im letzten August, in einem anderen Rahmen,
Und da sind wir einfach für alles offen. Also ich sage nur dazu, wenn die Anfrage kommt, es ist gestellt, Herr Sendelhofer, von der Regierungsverantwortung, dann geht das nur mit den Einklang mit unseren Werten. Aber nur dann. Also da werden wir uns auf keine Spielchen einlassen. Partnerschaften, die Sie ausschließen? Nein. Ja, schon. Mit den Grünen. Grüninnen. Entschuldigung. Mit den Grüninnen. Das darf man nicht vergessen. Also das, entschuldige, dass ich jetzt zu schnell Nein gesagt habe. Nein, mit den Grüninnen dezidiert Nein. Hat aber seine Gründe. Ich glaube, versteht da in dem Raum jeder. So, ich probiere es nochmal. Alles gut, habt keinen Stress. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg, dass ihr das in so kurzer Zeit so auf die Beine gestellt habt. Beeindruckend. Zum anderen möchte ich sagen, ihr unterscheidet euch ja schon ein bisschen durch Kompetenz, so wie ihr euch vorgestellt habt. Wenn ich mir anschaue, dass wir aktuell einen Fahrschulbetreiber als Bürgermeister haben und allerhand andere Politvertreter, die vielleicht nicht irgendwie so nah an irgendeinem Fach dran sind, ist es durchaus wohltuend, aber wie eure Plakate da auch vorgeben, es geht letztendlich darum, dass der Wähler motiviert werden soll. Und wenn ich mir anschaue, dass derzeitig 450.000 österreichische Bürger die Miete nicht mehr zahlen können, knappe 9 Millionen österreichische Bürger in den letzten knapp 36 Monaten, also 14 Tage dauert es noch, Opfer einer völlig sinnfreien Corona-Politik geworden sind, stellt sich die Frage, wie will man das machen in einem Land, in dem aktuell die Bevölkerung eine extreme Wahlverdrossenheit hat und auch beim aktuell in der Gutachtung befindlichen Krisensicherheitsgesetz gerade einmal nur mit knapp 10.000 Stimmen eine Stellungnahme abgibt. Das heißt, wo das demokratische Empfinden des Bürgers dermaßen abgestumpft ist, dass er ja gar keine direkte Demokratie wahrnehmen möchte oder nicht mehr kann. Fertig? Danke. Danke, Herr Schwarz. Ich glaube, es geht nur in kleinen Schritten. Wir können doch nicht von heute auf morgen alles verändern. Das wird ja nicht funktionieren. Sondern wir müssen das in kleinen Schritten machen. Der erste Schritt ist jetzt einmal geschafft mit den Unterstützungserklärungen. Danke für das Lob. Ja, das gebe ich 1:1 ans Team weiter. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist jetzt eine tolle Wahlphase, auch mit diesen Themen, mit diesen Plakaten zu gestalten, wieder draußen zu sein. Wir sind alles Menschen, die mit Ausnahme von der Astrid in ihren drei Jahren. Bertel, bitte? Nein, politischer Mensch, Entschuldigung. Mit Ausnahme von Astrid in den letzten drei Jahren, dem Bertel im Rahmen seiner IG Milch und meine Tätigkeiten in den letzten zwei Jahren mit der Politik aktiv noch nichts am Hut gehabt haben. Und das ist aber wohltuend erfrischend, weil wir einfach gänzlich anders sind. Und das macht es auch so schön. Und da muss man halt wirklich im Kleinen anfangen. Und das ist auch die Intention von Wirs in Salzburg. In kleinen Gruppen zu starten, über Vereine zu starten, über Gemeinden zu starten, über Jugendgruppen zu starten und das halt alles aufzuziehen, dass das nicht von heute auf morgen geht, wissen wir auch. Und wir kennen halt gewisse Dinge, die bundesweit uns betreffen. Stichwort Krisensicherheitsgesetz können wir halt in der Form einfach gar nicht beeinflussen. Das muss uns klar sein. Wir können dazu aufrufen, hier zu unterschreiben, wir können die Leute motivieren. Aber es geht Schritt um Schritt. Es ging mir nur darum, wie gesagt, ihr seid als Partei, wenn man euch so nennen will, ich sehe euch ja nicht klassisch als Partei, ihr seid ja da ein bisschen eine Bewegung und keine Partei, sehe ich es halt nur so, dass, wie gesagt, es geht letztendlich ums Wählen und ich denke, dass die österreichische Politikverdrossenheit dementsprechend groß ist. Es ist nur noch wenig Zeit bis zum Landtagswahltermin. Das ist eben die Frage, wie man da an die Bevölkerung herantreten will. Aber wie gesagt, das klingt vernünftig, klingt volksnah, wünsche da viel Erfolg. Die finale Frage, und da mache ich mir jetzt natürlich ein bisschen unsympathisch im Kreise der versammelten Medienlandschaft, aber ich denke, der Österreicher ist ja in den letzten Jahren über viele Medien, nennen wir es jetzt einfach einmal Systemmedien, da ein bisschen unbewusst oder bewusst in die Irre geleitet worden, wie sich jetzt nach und nach herausstellt. Was gedenkt ihr, wenn ihr die Option dazu bekommt,
eventuell in der Medienlandschaft in Österreich zu verändern. Wir stehen ja jetzt da vor dieser Haushaltsabgabe, wo jeder Österreicher, egal ob er einen Fernseher hat oder das besagte Portal nutzt oder nicht, dafür zahlen soll. Wie steht ihr da dazu? Ich darf nur kurz vorher auf die Frage mit einem gewissen Sicherheitsgesetz nur Stellung nehmen, dann gehen wir zu den Medien. Ich freue mich über die Geschichten, wenn solche Gesetze beschlossen oder auch nicht beschlossen werden. Wir haben gelernt in den letzten 2 Jahren, da ist auch ein Gesetz beschlossen worden, ja, einzig in Europa, nur in Österreich ist das beschlossen worden. Und wenn die Menschen dann merken, es geht ans Eingemachte, dann haben wir gesehen, wie schnell das Gesetz auch wieder zurückgenommen werden. Also ich fürchte mich da vor allem überhaupt nicht, wenn das ein richtiger Blödsinn wird und die Menschen wieder irgendwie eingesperrt werden sollten. Ja. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, wird Wien wieder ein Déjà-vu erleben und die Straßen werden wieder rappelvoll sein. Von dem her fürchte ich mich überhaupt nicht. Ja, und zu den Medien, da habe ich so ein bisschen dran anschauen. Es gibt auch Menschen, die was in diesen Medien arbeiten, die was alle einen Job behalten möchten. Das wissen wir. Und ich glaube, da muss man eine Lanze brechen, auch für die arbeitenden Menschen da drinnen. Die haben uns ja teilweise abseits gesagt, dass es nicht okay ist, was da abläuft, aber halt der Druck von oben her kommt und der Druck des Geldes da ist. Und ich glaube, das ist auch, glaube ich, eine Erfahrung gewesen aus den letzten 2 Jahren und es ist aber, glaube ich, auch lösbar für die Zukunft, dass das nicht mehr passiert, dass vielleicht Menschen da nicht mehr so mitmachen, wie das vonstatten gegangen ist. Und ich sage, Alternativmedien sind ja noch und noch jetzt durch diese Phase entstanden. Und ich denke mir, da wird der Druck so groß, dass auch diese Thematik Medien, wie sie berichten, wird sich dann noch heute verändern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Weil der Druck dementsprechend groß wird. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie, dass das Ganze durch sozusagen das Angebot des Marktes ein bisschen gelenkt wird? Genau, wie überall, wie wir mal gesagt haben, wir sind mehrere Parteien in Salzburg jetzt am Start, ja. Konkurrenz belebt und befruchtet und bringt viele Dinge, die was sie ins Gegenteil verkehrt haben, wieder in der Lot. Das sagt mir überall, zum Beispiel, ich habe das geschafft, dass ich in Salzburg einen Milchabnehmer aus Bayern hereingeholt habe. Das ist eine Belebung gewesen und deshalb müssen sie einfach die Verarbeitung in Salzburg ein bisschen am Riemen reißen, weil es einfach starke Konkurrenz gibt. Das, und wie gesagt, da sieht man, Konkurrenz belebt und belebt sich zum Guten und ja, deshalb sind wir angetreten, dass wir vielleicht in vielen Dingen oder in vielen Bereichen diese Veränderung herbeiführen werden. Ja. Den Finger in die Wunde legen. Genau. Ja. Vielen Dank. Und vielleicht nur zur Medienabgabe, schauen wir mal, ob es durchgeht. Wie so vieles. Das ist eigentlich das Wissenssicherheitsding. Also, Deutschland hat sich schon mal. Ja. Wir müssen nicht jeden Blödsinn machen. Ja, Deutschland liefert aber inzwischen auch als einziges EU-Land Panzer. Also. Dann vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Danke an alle. Und eine schöne Woche an Sie alle. Dankeschön. Bitte gerne mal nur für die Zeitung. Ist ja, passt schon. Sehr, sehr, sehr viele Köpfe. Ein größeres Format, oder? Ein größeres Format, ja. Ah, geht schon. Es wird eher auf der Homepage sicherlich auch noch ein paar Bilder geben. Wahrscheinlich. So, ja, was steht denn wir in Salzburg? Wir sind Salzburg. Wir sind Salzburg steht für eine neue Bewegung. Seit 11 Wochen am Start. Wir sind Salzburg steht für eine neue politische Kraft in der Mitte, die für alle Menschen Ansprechpartner sein soll, wo alle Menschen gehört werden. Es steht für Gemeinsamkeit, für Respekt, Wertschätzung und Anerkennung aller Leistungen aller Menschen. Was sind denn da ganz kurz gefasst Ihre Themen? Mit welchen Themen wollen Sie da auch bei den Salzburgern verhandeln? Frau Lager, ganz kurz gefasst wird das nicht ganz funktionieren, weil wir haben in Salzburg so viele Themen, die eigentlich anzugehen wären. Gesundheitswesen, eine Riesenbaustelle, Bildungssystem, eine Riesenbaustelle, Ausverkauf der Heimat, eine Riesenbaustelle, sagen zwar alle, haben aber bis dato noch nichts bewegt, Verkehr, eine Riesenbaustelle, insbesondere das Thema Esslink in der Stadt Salzburg. Und ganz, ganz ein massives Thema ist das Thema Familie im Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, damit können wir schon sehr, sehr, sehr viel abdecken. Sie haben es heute angesprochen, die Politikverdrossenheit ist groß. Auch da wollen Sie die Leute erreichen. Wie wollen Sie es machen? Indem wir, und das haben wir jetzt bei der Phase der Unterstützungserklärung sammeln gesehen,
indem wir einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen, auf der Straße sind, auf die Leute zugehen, mit den Leuten reden. Am Anfang wird sicher die eine oder der andere sehr, sehr skeptisch sein und sagen wieder, wie wir es jetzt auch gesehen haben, Gott, man lasst mir mit der Politik in Ruhe, ich will das gar nicht mehr hören, aber über das Gespräch, über die Darstellung, wer wir sind, woher wir kommen, was wir bis dato gemacht haben, wo wir schon auch in der Vergangenheit einige von uns die Menschen unterstützt haben, hat das bis dato sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch in den nächsten 8 Wochen schaffen werden. Was ist da anders? Wie kann da die Politikverdrossenheit bekämpft werden? Was fordern Sie auch da von den etablierten Parteien? Glaube ich, fordere gar nichts von den etablierten Parteien, weil die etablierten Parteien haben bewiesen, dass sie die Politikverdrossenheit eigentlich erst in diese Richtung gebracht haben und das gefördert haben. Wir müssen einfach anders sein, wir müssen erfrischend sein, wir sind ehrlich, wir sind authentisch, wir sind Menschen aus der Mitte, von Menschen, für Menschen. Und ich denke mal, das ist nicht nur ein Floskel, sondern das spüren die Leute relativ schnell, ob dieser Mensch das Herz am rechten Fleck hat, ob das auch, sage ich mal, für den anderen spürbar ist. Und dann, glaube ich, haben wir schon sehr, sehr viel erreicht und bewegt, wenn wir den Menschen das signalisieren. Stehen Sie da auch für Systemkritik? Naja, was ist System? Die Fragestellung ist ja immer, was bedeutet denn eigentlich System? Wenn es darum geht, die jetzt im Landtag befindlichen Parteien zu kritisieren, in vielen, vielen Bereichen, dann ja. Weil es ist in diesem Bundesland so viel im Argen und es ist so viel nicht passiert. Ich gebe Ihnen nur das eine Beispiel mit dem Gratis-Kindergarten-Jahren jetzt vom 3. bis zum 6. Lebensjahr. Das ist ja nichts anderes als ein Show-Effekt gewesen. 5 Jahre ist nichts passiert und auf einmal geht es innerhalb von 8 Tagen und alle im Landtag befindlichen Parteien rühmen sich, dass sie das geschafft haben. Nur es ist zu wenig weit gedacht, weil wer kümmert sich um die Nachmittagsbetreuung? Wo gibt es überhaupt die Pädagoginnen und Pädagogen, die sich darum kümmern? Wer zahlt auch die Nachmittagsbetreuung? Das heißt, mit einem Show-Effekt glauben, punkten zu können, die Menschen dann zu signalisieren, das kriegst du jetzt gratis, und in Wahrheit kriegst du das eh nicht gratis, weil in Wahrheit sollen wir das alles wieder aus unseren Steuern. Das wäre ein Beispiel an Systemkritik. Jetzt treten voraussichtlich einmal 8 Parteien in Salzburg an bei der Landtagswahl, Sie, darunter auch die MFG, aus der Sie ja kommen. Was machen Sie anders als die MFG? Wie können Sie sich da auch ja, absetzen? Wir, und ich sage jetzt bewusst wir, weil ich nicht alleine gegangen bin von der MFG, sondern wir sind aus der MFG auch ausgetreten, hat ja natürlich auch einen Hintergrund. Es gibt genügend Beweise, warum wir da ausgetreten sind, von Werteverfahren, von korrupten Tendenzen, von Show-Effekten. Und es macht ja, es ist ja nicht ganz unüblich, dass diese Dinge, die ich vorausgesagt habe, damals im September jetzt auch eingetreten sind, dass eine Landesorganisation den gesamten Bund übernommen hat und das nicht ganz freiwillig. Also es ist, diese Partei befindet sich mittlerweile genau dort, wo die anderen Parteien auch sind, und da wollen wir uns erfrischend abheben, indem wir einfach die Fehler, die dort gemacht wurden, jetzt nicht mehr machen. Unterscheidet sich ja inhaltlich was zur MFG? Ja, ganz, ganz deutlich. Wir reden nicht nur von direkter Demokratie, wir wählen es, wir leben es. Wir starten von unten mit Kleinststrukturen. Wir haben uns eine eigene Verfassung gegeben, die dafür sorgt, dass solche Tendenzen, wie sie dort und bei allen anderen Parteien auch passieren, bei uns nicht passieren werden. Und ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Wunderbar, danke schön. Ich danke auch. Dankeschön, danke.